Willkommen zu Zu diesem. Lampenlicht City. Yo. Yo, Ja. yo. Es ist Ah, lang her. es Yes. ist viel zu lang her. Wir haben uns vorhin hier drüber unterhalten, dann waren sie, was ist unser Fall? Und ja, es ist die verbrannte Frau, das Ja, wissen das wir. ist Da die war was. Lathan. Yes. Selbstentzündung. Irgendein Lover. Dinge. Und ein geändertes Testament. Mehr weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Weiß irgendjemand von euch noch, was passiert ist? Ja. Was war los in diesem Spiel? Wie Oh geht's euch je. überhaupt? Was geht bei euch? Eben. Was macht er so? Habt ihr auch gut überlebt in der Mitdreh? Ja. Oh je. Wir waren immer noch am Technik aufbauen hier gerade. Schlimm. Ist alles noch, es liegt alles noch in irgendwelchen Kisten, Boxen und so. Es ist katastrophal. Ja, es ist halt Ach, Jemini. gerade noch irgendwie dann die Anstecker für die Mikrofone gesucht, Es aber ist gefunden. so viel gewesen, weil alles einmal Abbau, jetzt alles wieder irgendwie Ja. aufbauen und keine Zeit und sonst was, ja. Sagt, falls euch irgendwas Ach. auffällt, falls irgendwo wieder Wenn was mit irgendein dem Mikrofon Mikrofon. knarrt, Scheinbar beschwert ich, euch. also wahrscheinlich werde es ich sein, habe ich schon aus den Ah. Kommentaren rausgelesen. Sagt mir Bescheid! Ich versuche nicht zu knarzen. Wir haben schon vorhin gesagt, dass es verlinkt mit ihrem Würfelglück. Ja. Das stimmt. Das ist halt einfach so. Stimmt. Wir haben schon Dinge heute geschnitten, mal Ja. wieder. Ganz fleißig. Sharon sagt, Wird irgendwas cool. Mysteriöses ist passiert. Ja, oder? Im Ich letzten denke Teil, schon. bei Lampert? Ich Ja, glaube. es passiert schon was Eventuell. Mal Mysteriöses. sehen. Der Alex ist da. Guten Abend. Schön, dass du Hallo, da bist. Bonsoir. Ach je. Okay. Und, Malika schaut gerade YouTube. Voll cool. Wir. Nice. Sowas. Du Und hier auf YouTube? denkt Krass. dran, ganz wichtig, Omle, der Elfenkönig, fordert euch auf, ihm treu zu dienen, kniet euch nieder und abonniert und er liked. König Leute, das Omelie ist hat gesprochen. diesen König Insider, diesen Omelie. Ja. Insider. Ich frage mich, ob der irgendwann, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob Vielleicht wir den droppen wir jemals. irgendwann. Ich weiß, haben wir den im How to Damage dann Ich erzählt? glaube Glaube nicht. nicht. Wir haben viele, also während des Damit-Drehs haben wir viele Insider kreiert und ich glaube, wir haben einen erklärt in Ja, einem nur den König Behind-the-Scenes. Omle nicht. Aber König Omelie nicht. Max ist einfach dreimal so laut wie Petra und Nora. Das kann sein. Aha! Aha! Irgendwas ist immer, Leute. Ihr seid leise, ihr sprecht zu leise. Well, sorry. Ja, also auf jeden Fall König Omelie haben wir nicht erklärt. Nirok, der Drache, den haben wir auch nicht erklärt. Es ist viel passiert. Ja. Ja, Petra schlägt sich gut, ja. Niemand wendet sich gegen König Omelie. Sehr Oh, ich muss richtig. kurz was fixen. Was denn, was denn? Nichts, nur Internet. Das Okay. Internet. Ja. Okay, wird gefixt. Max fixt noch was. Also falls euer Internet gleich besser wird, dann war das Max, ich wollte gerade Alex sagen, weil da er schon wieder geschrieben hat. Ja. Natürlich ist er was? Natürlich ist er lauter, heißt ja auch Max. Geil. Max! Wir sagen jetzt nur noch jeden Tag Max! Max! La 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 Ja. la! Dreh auf, Max! Max! Wie viele Tage haben wir denn gedreht? Weiß ich gar Weil nicht. Sagen wir das so offiziell? Nicht, dass ihr zurückschließen. rückschließen könnt. Deutsch. Könnt, Nicht, dass ihr noch sagen zu wir. Lamplight City Ja, detektiert werdet und dann. weil ihr sollt ja überrascht werden damit, wie viele Folgen ihr Stimmt. bekommt. Wir Aber ich sagen nichts. glaube, man auf Social Media konnte man tatsächlich einigermaßen erahnen, oder? Wie viele Tage wir Ich kommen. weiß nicht, also ich habe die Klappe immer abgedeckt. Ja. Ja, aber ich habe, aber glaube ich, einen Tag später erst. Okay, wir Nee. sagen einfach nichts. Kein. Es ist gerade noch ein Geheimnis. Im How to Ganz Damage wird ehrlich, es ich weiß es dann. auch gerade nicht. Ich weiß es einfach Es hat nicht. sich alles ja mit. Habt ihr ja mitbekommen schon im Livestream. Wir haben ja gut alle Hygienemaßnahmen und so eingehalten und damit war halt auch alles langsamer, Ja. als das es gewesen wäre, Generell hat man wenn das man. Zeitgefühl komplett verloren. Oh, ich muss mal wieder herkommen. Ja. Ja, Max ist auch noch Hallo, da. Max. Hi. Hi, Ja. ich bin der Special Guest. Ich weiß, ihr Ja. kennt mich nicht, aber. Ja, Ah. hatte doch auf Insta Hin- und Rückfahrt gepostet. Ja, aber Stimmt, aber Rückfahrt kann sein, das dass sie kann, ein bisschen das, genau, das verspätet kann, dass kam. es verspätet kam, beziehungsweise, dass man es nicht weiß, weil wir ja nämlich auch eventuell etwas länger aufgebaut haben als geplant und wir Ja. eventuell auch noch Dinge verlängern mussten, weil Länge länger gedauert haben als geplant. Ja. Und ja,
Wir haben länger gebraucht, okay. Es war halt alles mit Corona etwas schwierig. Ja. Mit Masken und Schutz und Abständen. Und natürlich baut wichtig. Mal. Wichtig. Absolut, absolut. Das ist ja das Problem. Es geht ja darum, das Team zu schützen. Aber das Problem ist halt, wie will man einen Hintergrund aufbauen oder so, wenn die Leute nicht. Ja, das war lustig. So. Aber wir haben es hinbekommen. Ja. Ja. Und wegen drei können wir auch nicht alles schaffen. Deswegen, wir brauchen ja unser Team. Das ist ja das Ding. Unser Team. Und das hat ja sowas von krass mit angepackt, dass wir das überhaupt schaffen konnten. Ansonsten, ja. Und trotzdem, wir haben. Wie viele Stunden waren das? Also, ich habe auf. Wie viele Stunden? Über 100, ne? In der einen Woche. Ich habe mitgeschrieben. Wollt ihr wissen, wie viele Stunden? Also, ihr wisst ja, wenn man Vollzeit arbeitet, arbeitet man 40 Stunden. Ja. Im. In der Woche. In der Woche. In der Woche. In der Woche. Wir wissen schon gar nicht mehr, was. Was ist alles durcheinander gegangen. Wann haben wir denn gedreht? Das war von dann bis dann. Etza, servus. Servus zurück. Aber ich glaube, insgesamt waren wir mit über 100 Stunden dabei in der einen Woche. Es waren. Hä? Nein, warte. Mist. Und ich glaube, der letzte Tag, da hatten wir drei hatten da irgendwie, und Alex, glaube ich, auch, wir hatten nur 4 Stunden Schlaf. Das war nicht gut. Ja, das war super. Ja. Ach je. Das war richtig. Ich habe wirklich, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war. Warte, hier? War das da, von da bis. Leute. Also wisst ihr was, ich starte jetzt mal. Ja, start mal Lamplight City, sonst verquatschen wir uns hier wieder. Schlimm, ey. Ja. Es waren auf jeden Fall mindestens 130 Stunden in der Woche. Ja, das war ordentlich. Das habe ich mir noch gemerkt. Irgendwie sowas. Um den Wo ist denn jetzt? Ich sehe so mehr. Schlecht Lamplight City. Alter, das haben wir auf dem Steam auf dem Desktop. Ach liegen. Ja, stimmt. Sonst wäre der Desktop voll mit Sachen. Siehst du, der Desktop ist ja gerade ganz sauber und leer. Der ist nicht komplett halb gefüllt. Ach je. So, Bibliothek. Ja, Team schützen, aber wir drei sitzen auf 1 Meter zusammen, aber auch nur, weil wir sehen nur uns. Wir sind die einzigen Menschen, die wir treffen. Das war damals, als der ganze Shit angefangen hat, war das auch so, wir sind komplett isoliert von jedem anderen und wenn es einer von uns bekommt, dann bekommen es alle. Ja. Und wir haben das so gehandelt, dass echt niemand mit irgendjemand anderen irgendwas gemacht hat. Ja. Also. Sei denn Familie oder sonst was, da waren wir komplett auf Distanz, Abstand. Niemanden getroffen. Haben niemanden getroffen, einfach weil das Risiko war einfach zu hoch, so, ne? Mhm. Außerdem war es eine Maßnahme und man musste es tun, ne? So, und da haben wir uns natürlich dran gehalten. Oh mein. Oh nein, wo ist der Chat da? Ist wieder da. Habt ihr die alte Sitzreihenfolge? Sonst wird es erstmal komisch, sich dran zu gewöhnen. Wir haben die alte Sitzreihenfolge. Wir haben, stimmt. Wir haben nur Schutzbarrieren zwischen uns. Ja. Ja, aber wir hatten für den Stream hatten wir dann, wer sitzt da? Noras Platz und Petras Platz halt. Ja. Disinfected und die für den Stream dahingesetzt. Ja. Sonst hätte gar nicht, oder? Auf welchem Satz? Ja, stimmt, auf. Nee, Alex saß auf seinem Platz und nur. Ach, auf deinem saß niemand, ne? Ja. Ich weiß schon gerade gar nicht mehr, aber es wurde desinfiziert. Ich saß Celine. Ja. Ja, wir haben 130 gearbeitet von 168 Stunden. Was ist das? Ja, kommt hin. Ich bin mir. Also, okay, ich sag mal mindestens 120 Stunden. 120 bis 130. Aber ich glaube, es waren 130. Also, ihr müsst euch vorstellen, drei Stunden Schlaf waren dann normal. Das sind dann 38 Stunden Schlaf auf 7 Tage. Das sind 5,5. Das ist schon fast. Das ist zu viel. Das ist schon fast zu viel. Also, please. 5 Schlaf war so, wow. Cool. Das war nice. Oh mein Gott, Leute. Was denn? Der Post ist da. Post ist da. Okay. Der Link. Ich baller den YouTube-Check rein, ja? Okay, so, okay. Was? Kann ich's auch machen. We need your help. We need your help, guys, jetzt. Ich lade mal währenddessen. Also, es ist was passiert. Warte, Nora, ich schmeiß es rein. Ja. Achtung. Erstmal schreibe ich wichtig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss genehmigen. Und, warte. Hier, alle, die Instagram haben. Ich habe spontan bei einem Dance-Cover-Contest mitgemacht. Auf Instagram. Ist nur so 15 Sekunden. Erstmal liken. Es ist da. Ja, ist da mein Hirn. Heute Abend, ja. Jedenfalls müsst ihr da. Nora. Warte. Stimmt per Kommentar für euer Lieblingstanzvideo ab und nutzt eine weitere Chance, um Preise zu gewinnen. Ihr könnt was gewinnen dabei. Crazy. Okay. Auf jeden Fall. Ihr müsst euch nämlich vorstellen, Nora hat das entdeckt, dass wir vom Damage-Dreh nach Hause gekommen. Oh mein Gott. Autofokus.
Ach, er geht auf eure Gesichter. Hört auf Oh, damit. nee, ich mein Gesicht weg. Verdeckt eure Gesichter. Da, seht ihr Nora dancen. Die 11. Ja, die Nummer 11. Also falls ihr findet, dass ich gut getanzt habe, dann könnt ihr für mich abstimmen. Oh mein Gott. Ja, wieso erzählen wir, wie das zustande kam? Wir kamen vom Demet-Dreh und dann an dem Tag, an dem man es abgeben musste, also bei der Deadline, an dem Tag habe ich es dann gelernt und gefilmt. Ja, und dann habe ich es doch gerade so rechtzeitig hochgeladen. Oh Gott. Und durch die erste Jurybewertung bin ich durchgekommen und jetzt sind die letzten 13 Leute da und jetzt ist es nur noch über Kommentare, das Voting. Oh, mein Herz. Liked euch gegenseitig hoch, okay? Das wäre richtig cool. Oh mein Gott. Es ist da. Ich finde das einfach nicht. Ich bin gerade zu blöd. Okay. Ich lade jetzt mal Lampenlicht City. Lampenlicht Unicorn. Warum Unicorn Birthday? Ja, weil Unicorn das letzte Mal Geburtstag hatte. Stimmt. Mhm. Unicorn hatte Geburtstag. Mhm. Wir sagen jetzt alle nochmal alles Gute nachträglich. Wir haben die damals live alles gewünscht. Ja. Vielleicht kommt er nochmal. Aber. So, okay. Laden. Okay, jetzt legen wir mal los hier, ey. So, Schlimm. Ich glaube, wir müssen uns jetzt dann kleiner machen und dann können wir mal gucken. Ach ja, kleiner. Wir sind richtig groß. Voll verlernt. Also, Leute, jetzt geht's erstmal richtig los, ne? Wir haben ja letztes Mal, jetzt wir erinnern uns gemeinsam. Wir haben eine etwas selbstentflammte Frau bei sich im Schlafzimmer gefunden. Stimmt, die ist abgefackelt. Ja. Ja. Dann haben wir davor noch was über Selbstentflammung gelesen. Ach ja, stimmt, bei dem Fall davor. Ja, genau, und glaube ich auch irgendwo, im Fall davor und dann schon in der Zeitung. Also, korrigiert uns, wenn irgendwas nicht stimmt. Das ist jetzt nämlich unsere Erinnerung. Das ist ja jetzt schon... Sorry, wir stimmen gerade ab. Wer stimmt ab? Wir. Nora, wärst du in dem Fall die Nummer 11? Ja, die 11. Ja, ich bin die Nummer 11. Ja, Nora ist die Nummer 11. Oh mein Gott. Leute, ihr seid so gut. Da sind gerade schon drei Leute, die für die 11 gestimmt haben. Oh mein Gott. Seid toll. Danke. Danke. Oh, sehr, sehr Gott, Nora ist hart aufgeregt heute. Ja, ich bin nicht ganz da. Okay. Ich fasse weiter zusammen. Nora könnt ihr jetzt erstmal kurz vergessen. Ich bin gleich da. Es ist okay. Diese Frau hatte sich selbst entflammt, Leute. Vielleicht. Wir glauben das noch nicht, weil... Nö. Wir sind auf die Polizei getroffen, auf unseren alten Vorgesetzten. Und man wollte uns nicht an den Tatort lassen. Dann haben wir den alten Polizisten weggelockt, weil wir das können. Und jetzt haben wir hier irgendwie diesen Gascon Superclub. Superclub? Ach, das stimmt. Namen? Da war sie noch Party machen. Da war sie noch Party auf machen. Auf einer Tee-Party, glaube ich. Genau. Oder einem Brunch. Und wieso haben wir das Brandwell Magazine? Das weiß ich leider gerade nicht. Wieso haben wir das Brandwell? Das Polizeirevier, weil wir ja, da klar, jetzt weil unsere Abten, genau, haben. Unsere Abten, die sitzen im Polizeirevier. Genau. Und Usher & Price, das ist die Anwaltskanzlei, wo wir rein wollten. Aber der Anwalt, genau. Also wir konnten nicht rein, weil der Anwalt gerade was zu tun hatte. Ja, aber da sollte ja irgendwie das... Ja, da war... Da wollten wir rein und dann wurde das aber leider gelöscht. Genau, sie wollte nicht... gelöscht. Sie wollten nicht, die wollten einen Beweis, dass sie wirklich tot ist. Stimmt, das ist es. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich gerade was finden, um einen Teil von ihrer Asche da hinzubringen. Beweisen, dass sie wirklich tot ist. Aber ich glaube, ein Teil von der Asche funktioniert nicht, weil es könnte jede Asche sein. Vor dem Haus. Also, ich glaube, wir wollten eigentlich dieses Mal entweder hierhin oder dahin erstmal. Das Magazin würde ich gehen. Oder das, okay, gehen wir mal zum Magazin und gucken mal, was da abgeht. Da waren wir ja noch nicht, Leute. Ich glaube, der Spiel hat keinen Sound für die Leute. Was? Ja. Was da los? Hört ihr nein, auch? Nein, haben sie nicht. Ich okay, ich habe keinen Sound, das ist voll traurig. Das wir ändern das. Sekunde. Okay, ja, Spiel hat keinen Ton. Okay, wir fixen das. Gib mir eine halbe Sekunde. Der hat hier mal wieder... Ja, bei Standard. Komm. Okay, wir schauen. Jetzt! Ja! Ja. Buggy, McBuggy. Buggy. Ja, hört ihr was? Hört ihr was? Jetzt. Habt ihr schöne Musik. Entschuldigt. Das ist... So, was hat er denn jetzt gesagt? Irgendwas mit Abgeben vom... Sorry. Ja. Er wollte, ob wir einen Artikel abgeben wollen sollte. 1A. Artikel. Okay.
Also Notfall tun wir das nach. Das habt ihr ja gemacht, auf der Gamescom. Ja, auf der Gamescom haben wir das tatsächlich. Das war wirklich, weil da gab's keinen Ton. Ja. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Ach, die Frau aus dem Blumenladen, da hatte ich wirklich sehr viel Spaß mit. Ach ja. Okay, ja, wir lesen halt mal hier die Artikel. Ja, ja. Erstmal wieder ein bisschen investigaten. Confessions of a Steam Addict by Ezra Bartley. I think I'm better off not knowing. For whom the bell almost tolled by Suki Snobs. Fascinating stuff. For the publisher of a sensationalist rag, Brentwell is awfully well read. Assuming he actually has read all those books, of course. Das ist nur so in den Schrank reingestellt, damit du sie auch hier anliegst. For the publisher of a sensationalist rag, Brentwell is awfully. Okay. For the publisher. Okay, du willst einfach Bücher klauen. Ja, ja. Nee, hier schon mal die Schachtel. Wir wissen, ja, wir haben gelernt von den letzten Malern. Empty. Too bad. Sicher? Empty. Sehr sicher? Sehr sicher, ja. Guck mal, er kratzt sich sogar schon, so leer ist diese Schachtel. Brentwell has a front row seat to all the horrible things he might want to write about in his magazine. Das Fenster ist geil. Das ist ein richtig cooles Fenster. Das ist auch ein richtig teures Büro bestimmt. So mit diesem kompletten Fenster hier bis zum Boden. Nice Tapete. Passt euch eigentlich auch das mit Game Sound, unser Sound? Sollte. So? Sagt Bescheid. Okay, jetzt ist die Musik aus. Jetzt muss es passen. I can only begin to imagine how many lurid and salacious articles are kept in those cabinets. Schlüpfrige Artikel, okay. Nochmal. I can only begin to imagine how many. Ist ein bisschen wie die Bild, ist er, glaube ich. Das Fenster ist einfach cool. Was ist das für ein Spiel und was ist das Ziel? Ah! Dieses Spiel ist großartig. Es ist ein Detektivspiel. Lamplight City. Ja, genau. Es ist am Anfang was Krasses passiert. Ja, wir haben unseren Kumpel. Wir haben unseren Freund. Wir haben unseren Partner. Wir haben Bill erschossen. Und jetzt spukt er in unserem Kopf rum. Ja. Und das ist eben der, wenn wir Sachen anklicken, dann redet er in unserem Kopf so halt, was er über diese Dinge denkt. Und das macht unseren Hauptcharakter sehr fertig. Und er versucht aber eben. Ja, er hat ja, es ist wir suchen den Mörder zu finden. Ja genau, er hat ihn zwar erschossen, ja, aber, er ist, nicht aber er ist quasi nicht schuld der, der an dem Dieb Tod. Der vom Blumenladen. Der Blumenladen, ich sag euch, Blumenläden, da muss man aufpassen. Ja, weil da ist nämlich ein Dieb. Und wir haben jetzt schon zwei Fälle gelöst. Ja. Und überall waren Blumen. Aus Versehen übrigens bin wir erschossen, aus Versehen haben wir ihn erschossen. Ja, ja, es war so, hier, dieser böse Dieb, der hat nämlich Blumen geklaut und sie bezahlt. Und wir dachten so, der wird schon nicht so schlimm sein. Entführt er unseren Freund aufs Dach und bedroht ihn und wir so, what? Und waren so, ja, ja, Bill hat gesagt, schieß. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ja, natürlich schießen wir. Ja. Da wird schon nichts passieren. Und dann haben wir unseren besten Freund auf der ganzen Welt erschossen. Ja. Ja. Das war dramatisch. Oh Gott, jetzt lösen wir weiter Fälle. Wir haben jetzt schon zwei Fälle gelöst, um das weiter zu verarbeiten. Und wir kommen unserem eigentlichen Fall, dem Blumenladendieb, dem Mörder nicht auf die Schliche gerade. Aber wir kreisen ein, so gut wie können. Wir sind jetzt schon, glaube ich, im fünften Stream oder so, ne? Das ist der siebte Stream. Okay, der siebte Stream. Wir haben es bald, glaube ich. Es müsste bald revealed werden. Das Problem ist, in jedem Fall sind viele Blumen vorgekommen. Du kannst nicht rüber, Peter. In jedem Mordfall oder Kriminalfall, den wir jetzt bearbeitet haben, kamen immer viele Blumen vor. Und ich frage mich, ob das irgendwie alles irgendwo verbunden ist. Wir sind sehr paranoid. Also man muss mal gucken, wenn irgendwo Osterlilien sind. Das wollte nämlich unser Dieb haben damals. Okay. Ha! Immer wenn der Charakter sich kratzt, wird er eigentlich von dem Geist seines toten Freundes gekitzelt. Genau. Definitiv. Also, so aber auf jeden Fall, wir haben leider gerade eine etwas abge... Können wir in eine Frau, die nur noch mit ihren... Ja, wir gehen da gleich mal hin. Ja. Aber können wir in unser Notizbuch nochmal schauen? Ja. Ja, aber lass erstmal reden. Erst mit dem Dude. Ja. Erstmal weitermachen. Schaffen wir nichts. Ja. Müssen ja schließlich I have some questions for you, Mr. Brentwell. Wonderful! It's so seldom I get to answer questions. Stimmt, er stellt nur Fragen. True. Wunderbar, machen wir gerne. Desiree Lathan. Das ist das Opfer. Ist nämlich, ja. What can you tell me about Desiree Lathan? Desiree Lathan. Oh, why, she came to me a few weeks ago in response to an ad I took out requesting articles. She told me she had an idea readers would love. We agreed on 10 crowns per paragraph, and she was on her way. Come to think of it, I haven't heard from her in a few days. Were you aware that Miss Lathan is dead? What? No, I had no idea. What happened?
I'm not exactly sure. She seems to have burned to death under mysterious circumstances. Mysterious circumstances? Most of her body was burnt to ash, but there's very little fire damage around her. It's as though she herself just caught fire. Oh, that sounds positively ghastly! Oh dear. Is something wrong? I just remembered. The article she was writing. Dear God. I hope she didn't go too far with her research. Ja, wir haben doch einen Artikel von ihr gefunden, oder nicht? Stimmt. Irgendwas war da. Aber ich weiß nicht mehr, was da stand, aber es ging doch schon mal um Selbstentzündung. Spontane ja, aber das Selbstentzündung. War doch aber das in war dem was, Buch. Das war in dem Buch. Vom ja. alten aber was hat, aber wenn wir Zeitschrift... Ja, wir fragen oder mal... Oder dieser Artikel, das wird ja bestimmt... Ja, 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 wird gleich kommen. Ja. Tell me about Brentwell Magazine. We're a monthly publication focusing on both fiction and non-fiction pieces. Ah, yes, you're publishing that serial, aren't you? The Dissembling Mechanism? You're a subscriber! Tell me, what did you think of the conclusion? Quite astonishing, wasn't it? I haven't had a chance to read it yet, I'm afraid. Ah, then I won't say any more about it. My dream was to have a magazine that was well-respected and educational. But sadly, it seems today's audiences are much more interested in reading about sightings of giant bat creatures or mysterious buried treasures. Such a pity. I hear you have a bit of a reputation for making your reporters do questionable things for their articles. You are mistaken, Mr. Fordham. I don't force my writers to do anything. They seem to have this notion that the more extreme their research, the more authentic the articles will be. What sort of extremes are we talking about here? We had one writer who attempted to heighten the sensation of fear she wanted to express in her story. Damn near decapitated herself by sticking her head through an opening at the clock tower at St. Denis Cathedral. Ugh. Thankfully, she made it out alive. It would have been quite the predicament if she hadn't. Especially considering that was our most popular article last year. Oh, people have such odd taste. Das ist auch okay. Okay. Ponyo schafft ihre Pizza nicht, das ist ein Problem. Ja, helft bitte alle mit. Ja. Esst Ponyos Pizza, danke. Würde auch gerne noch ein Stück davon essen. Ja, schon. Wenn... Und Miles hat sich echt häufig gekratzt. Okay, wir quatschen auf hier. Vielleicht... Was ist, wenn sich subtil das Kratzen häuft? Und wenn der ganze Ja, und er krank wird. Ja. Er hat die Krätze. Daran erkennen wir vielleicht auch den Blumendieb. Vielleicht hat er auch. Vielleicht kratzt er sich auch und wir haben irgendwie. Ja. Vielleicht kriegen wir die Allergie, die Bill hatte. Hatte Bill nicht eine... Also Bill, ja, Bill hatte eine Allergie, der hat doch geniest. Ja. Aber das bringt uns nicht viel. Das bringt uns gar nicht. Egal. Machen wir ich weiter. Weiß nicht, in welchem Jahr das spielt. In einer coolen, schicken Zeit. Ja, ja so vor der Industrialisierung. Anfang ja. Industrialisierung. Hier werden gerade die ersten Maschinen in Gang gebracht und es gab schon viele Proteste auch gegen... Gegen Maschinen. Gegen Maschinen und die ersten Zeppeline fliegen in der Luft rum als Schiffe. Miles war in Bangkok wegen dem Kratzen, wegen der Dämpfer. Er hat sich was eingefangen. What made you decide to start this business? I always wanted to be a journalist. I never had much luck with any of the local papers, though. So I decided to start my own. I admit it's not exactly what I wanted, but I like to think Brentwell Magazine has found its own unique voice. Voice? More like a gurgling scream. Ich muss doch mal sagen, wie gut das alles synchronisiert ist. Ja, absolut. Macht mich so. Und ich finde ihn einen sehr legit Charakter, weil es ist so, ja. Ich kam nicht weiter im Leben, weil und deswegen habe ich selbst das gegründet und meinen eigenen Kram zu machen. Es ist halt einfach, es ist halt wirklich gut gemacht, es ist gut synchronisiert. Ich finde auch, die, wenn man in diesen Befragungen ist mit den Charakteren, man spürt deren Emotionen. Also ich finde, es ist echt gut dargestellt einfach. Und so gut. Cool gesprochen. Und jetzt erfahren wir... So, was ist jetzt denn hier im Artikel da gewesen? So. What exactly was Desiree's article about? I'm not entirely sure. She merely came to me with the proposal. Uh-huh. She didn't tell you what that idea was? She did, but... I wasn't sure what to make of it. Please, Mr. Brentwell, stop stalling and tell me what she was writing about. It was about spontaneous human combustion. Hm? Was? Menschliche Selbstentzündung, das, was auch in dem Buch vorkam, in dem okkulten Supergeisterclub. Vom letzten Fall. Mysteriös. Was wir nur durch... Zufälliges Durchblättern gefunden haben. Nur ein bisschen durchgeblättert haben, nicht intensiv gelesen. Ja. Das haben wir. Was gut ist. Weil zu viel lesen ist nicht gut. Ja, was war denn die Selbstentzündung? Menschliche Selbst. Er wird was wissen. Wir hören uns das jetzt mal an. What do you know about spontaneous human combustion?
That's the thing, I don't know very much at all. It sounded interesting enough, that's why I accepted Miss Lathan's proposal to write the article about it. But what do you know about it? Only that it's a mysterious phenomenon in which a person catches fire spontaneously and burns to death. It sounds exactly as you described Miss Lathan's condition. Do you know what Miss Lathan's research on the subject involved? Only the one contact I gave her, a Miss Angela Maxwell at the Spectre Society in Gascone. Das ist genau das, was ja unfassbar. Das ist mit dem, oh, das Gott. Ist mit der Frau, mit der wir geredet haben. Ja, ja, das ist mit dem letzten Fall verknüpft. Ja, die Voodoo. Wir sind so, die Voodoo. Wir gehen zu den Büchern zurück und wir werden sie lesen. Ja. Lesen nein. ist gesund. Nein. Richtig. Wir können mehr Bücher lesen. Aber Champ schreibt schon. Dann ist das intertwined, die Fälle. Also ja. Bin ich jetzt langsam... Oh mein Gott, das geht richtig gut. Jetzt Club der Geisterkundler. The Spectre Society, huh? Shouldn't be surprised to hear that name again. Are you a member? Actually, I am. Ha. And I suggest you do some research there. There's bound to be something relevant in that curious library of theirs. Thank you. Perhaps I will. Aha. Thanks for your time, Mr. Brentwell. The pleasure is all mine. So, kann der jetzt irgendwo mit ihr was zu tun haben? Ist das der geheimnisvolle Verehrer? Sie hat doch noch einen Verehrer, den wir Sie hat noch einen Verehrer. Könnte das der hier sein? Naja, der wirkt irgendwie nicht ganz so, ne? Den verdächtigen wir dafür jetzt mal erstmal noch nicht. Jetzt gucken wir mal gleich. Hier steht, oh, es ist verboten. Ja, Konfuzius, das ist ja auch mega cool. So, jetzt gucken wir einmal trotzdem in unsere Notizen. Ja, bitte. Also. Brennende Begierden heißt unser Fall. Desiree Lenten verbrannte unter mysteriösen Umständen. War das ein Unfall oder ist etwas Böses im Gange? So. Den Gascon Super Club untersuchen, das haben wir noch nicht gemacht, mit Anwalt Jonas Usher Raiden. Das haben wir Nein, eben auch noch nicht. Das müssen wir noch tun. Wen bei dem kamen wir nicht rein. Wir waren nur bei seinem Ach so, Sekretär. Achso, bei dem Sekretär waren wir. Ja. Ja. Dann den Behälter brauchen wir zum Transport von Lathans Asche. Und Selbstentzündung beim Club der Geisterkunde. Oh, gab's nicht einen Peter? Weil Confucius fragt, wie der Verehrer hieß. Ich weiß nicht, ob... er unterzeichnet hat. Oh, aus war das dann Peter? Ich hab einen Peter in meinem Kopf. Müllige Substanzen drauf. Die verbrannten Überreste eines Stoff... Essenz. Rückstände... Stofffetzens. Das sind drei F. Oh Gott. Ich dachte auch, ich eine Essenz. Was? Okay, die verbrannten Überreste eines Stofffetzens. Rückstände einer öligen Substanz sind darauf zu finden. War nicht irgendwie auch das Bett... Irgendwie unten war es verbrannt, dann doch nicht. Oder irgendwie so, ja, so halb, so ganz komisch. Können wir uns... Ja, also wir nehmen, ja, wir gehen da jetzt nochmal hin. Ja. Ah, oh, warte! Peter ist der! Sehr gut! Peter Parker. Und der halbfertige Artikel ist auch da. Okay, voll cool. Das innere Feuer entfachen von Desiree Layton. Wir alle kennen den Gedanken des inneren Feuers, ein Begriff, der unseren Sinn für Leidenschaft oder Hingabe beschreiben soll. Aber wie wäre es, wenn dieses innere Feuer eine eher physische Natur hätte? Wie wäre es, wenn also jeder von uns die Möglichkeit hätte, ein echtes Feuer in unseren Körpern zu entfachen? Das klingt wie ein guter Artikel, den würde ich weiterlesen. Aber das deutet ja eigentlich darauf hin, dass sie ihren Verehrer oder dieses Liebesding schon hatte, bevor sie den Artikel überhaupt vorgeschlagen hat. Jetzt kommt das rein, weil ja das innere Feuer und... Das innere Feuer der Liebe. Liebe und so ist ja dann... mein Herz, so, der ist ja auch so, wenn ich dir die Hand Sie war so kann. Doll verliebt, dass sie Feuer fing. Nee, aber ich hatte das Gefühl, dass voll viele Leute sie geliebt haben, aber sie... Ja, weil sie will sie nicht. Sie wurde so sehr geliebt, dass sie Feuer fing. Dass sie Feuer, ja. Also, nicht so doll lieben, sonst fangen die anderen an zu brennen. Er hat hier halt auch echt schon zweimal seine Liebe gestanden und hier kommt, und auch wenn du mir auf keinen meiner Briefe bisher geantwortet hast, hege ich immer noch die Hoffnung, dass du für mich empfindest, was ich für dich empfinde. Okay, ja, also, will sie ja heiraten, was im ersten Stande noch irgendwas wichtig ist. Da war, glaube ich, nur Liebe. Liebe, grausame Liebe. genau, und dann noch Brief von Jonas Usher. Das war das, dass er doch... Und an wen hat er das jetzt? Moment. Mit diesem Schreiben möchte ich Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Bitte, den Begünstigten in Ihrem letzten Willen und Testament zu ändern, erhalten haben. Bitte kommen Sie in die Kanzlei. Okay, aber nur quasi, erhalten. Ja, wir wissen nicht, ist das. Das wurde noch nicht fertig gemacht. Genau. Denkt man, ne? Ist das wirklich schon durch, Leute? T'Cham hat nur noch 9% Akku. Oh nein! Ah. Es geht bloß bergab. Oh no! Hoffentlich die Helligkeit runterschleifen.
Ah, dann siehst du nicht mehr so gut. Ist vielleicht schlecht. Okay, wo wollen wir als nächstes hin, Leute? Wollen wir zu den Geisterkundlern oder gehen wir doch erstmal noch in den Club, wo wir noch gar nicht waren? Okay, den Club vielleicht, dass wir Sachen da triggern, nicht, dass wir dann irgendwelche Sachen nicht triggern. Ja. Und der Unicorn Slayer, Slayer of Unicorn. Ja, oh mein Gott, ich kann nicht reden. Ja, wir haben deinen Speicherstand. Der Speicherstand ist nach dir benannt, das weißt du. Ja, noch. Mhm. Von damals. Zu Ehren deines Geburtstages. Okay, so gehen wir in den Glasgow Super Club. Der super, der hat so eine geile. Das ist wie der Togo Clever Club, nur in Glasgow. Ja! Oh. Ein Bild. That painting depicts a hand dropping a bunch of blood-soaked silver coins into another hand. Definitely sets the bar for the type of people who come here, I'd say. Da geht's raus. The bridge to Lyon overlooking the House of Parliament. I suppose that seeing that helps the patrons of this club put on airs. Aha! Nobody's bothered clearing this table yet, it seems. Well, if no one's cleaned up, you might as well do them the favor. Aha, damit können wir die Asche mitnehmen. Ja, wir brauchen, genau, wir brauchen Behältnis, um die Asche zu transportieren. Ja. Leute, doppelklicken, nice. Doppelklicken. Alles doppelklicken. Falls wir lernen. Wir lernen, also. Beim dritten Fall können wir auch doppelklicken. Dann müssen wir nur wieder aufpassen, wenn wir zwischenspeichern müssen. Oh, stimmt. These are all high-end foo-foo liqueurs and cordials. You couldn't pay me to drink that rubbish. These are all high-end. Okay, aber wir haben schon eine tolle Sache. Okay. So. Diese Frau, die betrinkt sich jetzt schon am Nachmittag. Man bemerke die Blumen am Rand. Stimmt. Blumen sind immer dabei. Mhm. So, wer ist denn jetzt diese Frau hier? Excuse me, miss? Oh, well, hello there, handsome. I've never seen you around here before. Care to join me for a drink? Ja, bitte. For a drink. Oh, jetzt kommen die Essen. Oh, 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 oh je, jetzt irgendwas nicht verkacken. Oh. Ah. Leute, ich wollte vorher schon sagen, ja, wir sollen speichern und ich sag's noch. Okay. Ist es nicht etwas früher am Tag, um zu trinken? Aber dann machen wir sie an, wir müssen irgendwie nett zu sein. Tut mir leid, ich muss im Dienst einen klaren Kopf behalten. Vielleicht das, aber dann sagen wir schon, dass wir von der Bühne sind. Danke, aber ich bin verheiratet. Das ist so ein bisschen so, aber ich habe einen Freund. Ja. Also der Move so. Okay, it's true. Ja, ja, ist aber okay, ist aber... Ich weiß nicht, ob der halt gut ist gerade, weil dann ist sie ja so... Ich würde den ersten nehmen, der ist am... Aber ist das nicht schon fast ein Diss zu ihr? Ein Diss? Nee. Der letzte ist ein Diss und der zweite ist ein Diss. Leute? Oder? Was würdet ihr tun? Viel Druck lassen. Okay, Leute. Auf euch das und ist auf jetzt uns, weil wir das auch nicht gespeichert haben. Ja, jetzt geht das wieder los. No Spoiler. Ja. Aber alle, die damit gedreht haben, wissen, was Elmo jetzt tun würde. Ja. Oh je. Das, ja. Wenn ihr diesen Stream nach dieser Folge, nach den Damage-Folgen sehen, dann werdet ihr verstehen. Ja, ihr müsst Damage Staffel 3 fertig gucken. Und dann hier zurückkommen und dann werdet ihr auch lachen. Die erste Wahl. Okay, gut. Erste Hilfe, erste Wahl. Gut. Okay, wir drücken. Ich drücke. Ah, das Unicorn Slayer ist fürs Zweite. Gut. Zweite ist so professionell halt, ne? Es ist halt so, man kann dann immer so, ich muss, also kann man noch ein bisschen prahlen mit seinem, oh mein Dienst, weil ich cool bin, aber dann Alex schreibt, wow, Mann. Oh je. Sie kann tun, was sie will, aber du hast einen gesellschaftlichen akzeptablen Grund, nein zu sagen. Das ist eigentlich eine gute Begründung. Ja. Nicht nur eigentlich. Wie viel haben wir? Eins, zwei? Wir haben jetzt... Zwei, glaube ich, zwei. Eins. Hm. Eins. Matthias ist aber halt gut, ne? Ja, ja. Wir haben drei gegen zwei im Moment. Hm. Gehen wir noch mit zwei bei euch raus. So, der Nächste, der eins oder zwei schreibt... Das wird's. Das wird's. Eins. Ah, okay. Gut, also wir eins nehmen. Mervyn, du hast es entschieden. A bit early in the day, don't you think? Perhaps I would think. If I wasn't on my third cocktail. Impressive. You may have just met your match. The name's Miles Fordham. And you are? Charlotte Robineau. Pleasure. Would you mind if I asked you a few questions? I suppose not. It would help pass the time. Ah, sie wartet auf irgendwas anscheinend. Mhm. Das ist nämlich wahr, noch ist er inkognito, also noch. Ah. Mhm, das ist nicht schlecht. Ball der gehobenen Gesellschaft. Were you here for the Grand Dame's ball the other night? Of course, we all were. Well, except for Laura. Terrible business. You mean Laura Dupre?
The very same. Have you met? I have. In fact, I investigated her attempted murder. Is that right? I heard she ended up in jail for torturing her servants. Yes, it was quite disturbing. I didn't think Laura was capable of such a thing. She always seemed so kind. I guess we all have our dark secrets. Does that apply to you as well, Miss Ravenel? If I told you, then it would no longer be a secret, would it? Fair point. Hashtag Alter. Alles ist verbunden, alles. Unser erster Mordfall. Ja. Wir treffen jetzt, aber irgendwie, war der, aber irgendwie war das sehr witzig, weil der erste und der zweite nicht so krass verbunden waren, ne? Die waren echt... Nee, ja, die waren so der Set-Off. Ach, war der Dora Dupree, war das nicht der allererste? Ja. Das war der allererste. Okay, dann verstrickt sich jetzt das alles ja, es komplett. Es alles ineinander. Krass. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Aber wir haben ja auch am Anfang von dem Fall, haben wir auch den Blumen, ich nenne ihn mal den Blumenmörder, Blumendieb. Ja, haben wir sogar getroffen, einen Traum. Ja. Oh mein Gott. Weiter geht's. Cool. Weiter. Desiree Lathan. You know Desiree Lathan? I knew her, yes. When did you last speak to her? Oh, it's been ages. She and I haven't had much to do with each other for a while. Why is that? It's really not important. We just didn't see eye to eye on a few things. Was she at the Grand Dame's ball? Yes, she was. Drinking up a storm, as usual. Desi really knew how to enjoy herself. How much did she drink? Oh, I don't know. She used to outmatch me, and I can handle quite a bit. Okay. Erst über sie selbst, würde ich sagen, und danach, sie ist tot. Ja. Ich hab noch keine Vermutung. Das könnte wieder dieser Peter sein, aber das ist mir wieder viel zu einfach. Ich weiß noch, dass letztes Mal wir dachten, oh, der Peter, der war's. Und dann war noch irgendwas, wo ich dachte, oh, okay, nee. Aber ich weiß nicht, was mein zweiter Gedanke war. Aber wir müssen halt auch rausfinden, für wen jetzt das Testament. Ja, für wen es umgeschrieben werden sollte, es ist ja nicht. Könnte, genau, was auch immer es gerade ist, und dann könnte es aber eigentlich. Ach, stimmt. Erster Fall war natürlich der Blumenladen. Ach ja, nicht ach so. Dupree. Dupree war zweiter Fall. Ja, genau, wenn man es so sieht. Richtig, 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 Valika. Sehr, sehr richtig. Ja, der Blumenladen war natürlich das allererste. Ja, frag über sie selber. Was hat tell me a little about yourself. Why, Mr. Fordham? I hardly know you. That said, I'm always open to making new friends. Ooh, watch out, Miles. I think she's getting ready to pounce. Ja. Oh, what? Ja, wir machen ihr ein Kompliment, natürlich. Was? Das, und dann wir müssen unseren Charme, wir müssen unseren Charme als Detektiv spielen lassen. Vergesst nicht, meistens muss man schon nach der Reihenfolge gehen. Um das dann zu... Okay. Oder? Ich weiß es nicht. Obwohl, wir haben das damals... Nee, damals hätte... Wir konnten ja unserer Frau auch ein Kompliment machen und da wäre die Reihenfolge, glaube ich, egal. Der beim zweiten Mal war es nicht gut. Ja. Wir sollten jetzt draus lernen und nur ein Kompliment machen, Leute. Ja, also was sollen wir... Mach vielleicht top. Weil vielleicht... Erstes Kompliment, oder wie? Der erstes Kompliment und dann... Okay, wir machen ein Kompliment. Oh! Oh! Oh Gott! Ich würde das letzte nehmen. Unsere Frau sitzt zu Hause und mag uns sowieso gerade nicht. Das Lächeln, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ihre Frisur ist wirklich hübsch, das ist auch ein Diss an unsere Frau. Unsere Frau und das ist... Unsere Frau ist Frisur, hat diese Frisur gemacht. Natürlich, ihre Frisur ist hübsch. Ja. Jetzt geht's los. Das wird's. Ja, ich trage tatsächlich Sterne am Körper. Ja. Und wir können leider nicht speichern. I must compliment you on your lovely hairstyle. Oh, how sweet of you to say. Though it is getting a bit ragged. I'm having it done this afternoon, in fact. My girl Adelaide is a treasure. Ha! You don't say. Well, she must be talented to improve on near perfection. Oh, such a flattering tongue, Mr. Fordham. Nicht doch ein Kompliment. Nee, jetzt sind wir tot. What can you tell me about Desiree's death? Just what I've read in the papers. So she burned to death. It's horrible. She certainly didn't deserve to die in such a gruesome way. Did she have any enemies? Anyone who might have wanted to do her harm? No. Everyone loved her. Except you? Mr. Fordham, I said we haven't had much to do with each other. That doesn't mean I didn't care for her. Now please, let's drop the subject. So, und Mervyn sagt schon, wir sollen speichern. Ja. Aber wir auch können nicht vielleicht speichern. Vor dem nächsten, wir können das Gespräch beenden und speichern und dann das auch mit. Okay, das machen. Leute, das ist schon. Thanks for your time. Dankeschön. Tschüss. Bis gleich. So, speichern.
erstmal gucken, ob man da weitergehen kann auch gleich. Ja. Mhm. Wie soll ich Wir nennen es Ritter. Merwin Ritterspeicher. Ritter? Ah, achso, ja. Jetzt bin ich dabei. Merwin der Ritterspeicher. Ja, sehr gut. Sehr gut aufgepasst. Okay. Sicher. Kann man weitergehen? Robin, okay, ja. Achso, sorry. Oh, it's you again. Yes, ja, ja. If you wouldn't mind. No. Okay. Machen wir uns erstmal noch erstmal die Informationen und dann hauen wir Komplimente. Is the name Peter Andrews familiar to you? Peter Andrews? Is he still around? I'd be able to tell you that if you told me who he is. He's desperate. That's who he is. A lovesick fool who is obsessed with Desi. Sent her love letters all of the time. Would you know where I can find him? Why would you want to? Because I want to question him about Miss Lathan's death. I suppose that makes some sense. All I remember Desi telling me is that he worked at the Bank of Vespuccia. A clerk or some such. Imagine. Thank you. That's very helpful. Uh-huh. Okay. Mein Tanzskill ist auf 1W6 plus 3. Oh, da muss ich noch echt trainieren. Aber das ist gute Aber du bist doch proficient, du hast Advantage. Ja. Okay, ich habe Advantage. Gut. Okay, probieren wir noch ein Kompliment zu machen. Wir wissen zwar, dass es kritisch sein könnte, aber... Wir haben gespeichert. Eine Speicherung. Ja, los geht's. Oh, wir können alle machen. Oh, ich würde das Letzte. Ja, das mit dem Schalen. Das Erste würde ich nicht machen. Das ist zu viel. Ja, wenn wir schon gespeichert haben, können wir auch alle machen. Okay, Laura, alles gut. Wir machen aber zuerst den modischen Stil, Leute. Das ist mir zu viel. Ja, der modische Stil ist noch okay. Shacham ist schon wieder auf 12%. Es kann nichts mehr schiefgehen. Okay. Bei uns auch nicht. Wir wissen, was wir tun. You've really got a great sense of fashion and style. All the other grand dames must be jealous. Oh, you. Okay. Okay, wir ziehen es durch. Ja. Yeah. Can I just say you've got the most radiant smile I've ever seen? Oh, why, that's very sweet of you, Mr. Fordham. It's true. Not many women your age still have all their teeth intact. I beg your pardon? I didn't know you were such a master of the high kick, Miles. You got your foot in your mouth in record time. I just meant... You know what? Never mind. Thanks for your time. I'll let you get back to your drink. Yeah. Thanks, sweetheart. Würdet beide weglassen? Ja. Weil ich glaube, unsere Frau killt uns. Ich glaube nämlich unsere auch, Frau wird uns töten. Weil die wird bei dem Friseurtermin dann bestimmt. Oh mein Gott. Warte mal, wo konnten wir jetzt? Ich kann oben. Und dann laden. Und dann sehr sicher, weil das Problem nämlich ist, jetzt haben wir nämlich gerade nur ihre Frisur. Ja. Und die Frisur ist jetzt gut. Die Frisur ist Miss top. Robin, das ist okay. Ja. Nein. So, jetzt müssen wir hier nochmal den Peter. Peter. You know? Genau, Kompliment hatten wir schon gemacht, ne? Thank you. Oder? Ja. Ja. Auch über die Frisur, wirklich? Ganz sicher, ja. Die Frisur haben wir gemacht. Deswegen, ja, ein weiteres. Ah, okay. Ein, ja. Also. Ja. Nee, das ist gut. Ja, wir haben. Thanks for your time. Thank you. Alles gut. Es ist alles gut. Okay, kann man weitergehen? Nein. These are all high. Okay, gut. Ah, dann haben wir das überlebt. Okay. Wir sind noch nicht draufgegangen. Ja. Nee. Aber dann. Das war wirklich mit Anlauf, dieses Fettnäpfchen. Das war so. Zwei, drei Mal richtig gut versucht und dann so, aha, Bank of. Vespuccia. Jetzt ist aber wieder die Frage. Wir können aber immer noch die. Wir können zu Usher und Pry. Nee, wir können zum Tatort. Eben deswegen und davor halt die Asche noch beim holen. Tatort. Erstens uns das nochmal angucken und zweitens die Asche holen. Nur weil wir unbedingt die Leiche nochmal sehen. Ja, ich muss nochmal wissen, was Sache ist. Okay. Weil wir haben auch überlegt, dass gar nicht die Leiche da. Also, dass nicht die Sirene da. Liegt, sondern irgendjemand anders. Sondern jemand. Also, weil es nur Körperteile sind. Da war aber auch irgendwas komisch. Und dann war noch ein Ring. Deswegen hat man sie erkannt an dem Ring. Wir gehen da jetzt hin. Glaube ich. Wir müssen uns. Ja, oder an dem Tattoo. Ich glaube, irgendwas war noch extra. Ich glaube, wir kommen nochmal rein. Bitte lass uns nochmal rein. Nothing new to ask him about right now. Ja, wir kommen doch. Hallo, aber wir haben. Ich glaube, wir können dran vorbeigehen. Ah, okay, gut. Ich dachte schon. I'm afraid I need to have another look inside Miss Lathan's room, Officer Kane. All right, but please be quick about it. Ja, machen wir. Ich sehe es nur noch Sterne. Ich habe auch Sterne bei mir drauf. Die sind nur, glaube ich, so klein, dass man es auf der Kamera nicht sieht. Aber wir sind ein Sternenhimmel hier. Ich bin schon ein Stern. Eigentlich müsste Petra nach links, weil es nämlich von Stern zu halben Stern zu weiß geht. Stimmt. Oder meine Milchstraße. Ja, so viele Sterne. Milchstraße, Leute. So. Ach ja, das ist die Leiche. Ja. Die Serie Lathan. So, man hat hier. There's a tattoo on her ankle. It says dancing through life. Hate to break it to her, but that dance is over.
und ich glaube, das ist das Einzige, wieso man gesagt hat. This one's clean. Well, aside. This one's clean. Ja. I don't think Desiree will be able to give us a hand with this investigation. Bill? What? I thought it was funny. Alas, poor Desiree, a woman of infinite riches, of tastes most fancy. Where's all your money now? Come to think of it, that question might be worth answering. Ach so, Okay. Oh, Miles, really? You're going to carry the ashes around in a pewter mug? Yeah. It's vital to the investigation that we find out exactly what happened to the body. If anyone can tell us for certain, it's Dr. Edwards. Fair enough. I suppose this isn't the most unpleasant thing you've carried around before. Remember that time we had to go looking for that murder victim's missing head? I'd really rather not, actually. Okay, aber wir bringen das scheinbar nicht so. Wir bringen das zu einem eigenen Dude. Ja. Ja, was hat man gerade? Hier ist Reis Asche. Okay, also wir haben sie eingepackt. Ja. Ja, alles gut. Und ich glaube, ja, unter dem Bett ist so Party. Vielleicht können wir da auch noch mehr Asche mitnehmen. Just a pile of ashes. They can't tell us much more than we already know. Und dann waren wir noch verwirrt mit den Bildern. Ja, das ist halt auch. Das ist ein bisschen angesenkt. War das da drüben nicht auch ein bisschen angesenkt? Ja, das da drüben ist auch angesenkt. Genau, das ist auch angesenkt. Das ist voll verwirrend. Das ist irgendwie komisch. That's a nice portrait of Miss Lathan. Too bad it was damaged by the fire. The area where the artist's signature should be has been singed and is unreadable. Ah, too bad. But the date is still legible. It's from this year. Das ist ein neues Bild. Neues Bild. Man, und es ist schon fast Absicht wahrscheinlich, dass man nicht lesen kann von. Es ist sogar sehr Absicht, weil wer auch immer sie umgebracht hat, hat bestimmt das der Peter gleich da weg. Hat ihr das vielleicht geschenkt? Ja. Jetzt muss ich nochmal zum Kamin. Ja, aber da. It doesn't look as though this fireplace has been used in a long. Und die Schreibmaschine ist dann. Da war, glaube ich, der Artikel, den Miss Lathan's half-written article. Okay. Und im Mülleimer waren dann die Briefe. Ja. Nothing else of it. Okay, gut, gut. Leute, okay. Ihr wisst, wir sind wieder voll on track. Wir wissen, was wir tun. Ja. Ugh. The smell from the bedroom is getting worse. I don't know how much longer I can stand it. Die ganze Zeit, du schaffst es. Nothing new to. Du schaffst es. Okay. Dann können wir jetzt die Asche investigieren. An invitation to the Gascon Grand Dame's Ball. It seems it was held 2 nights ago at the Gascon Supper Club. Confucius schreibt, da stand ungespülte Krug. Hoffentlich wird das nicht zu einem Problem. Wir haben gespeichert. Na, doch. Ja. Wo sollten wir denn sonst? Wir haben mäßig begeistert gespeichert. Ja, lass jetzt zu dem Arzt gehen, der das investigiert, wenn sofort, er sagt. Ja, wenn er sagt so, das ist aber nicht sauber. Wo ist er denn überhaupt? Polizeirevier. Wahrscheinlich. Ja. Dear Lord, what is that smell? Did you step in something out there, Fordham? Private investigation is a dirty job, Upton. You know that. Upton, wir brauchen dich. Got a moment, Upton? Yes, but let's make this quick. Nehmen Sie den Klug. Zugang zur Leiche. Would it be possible for me to access the mortuary? The mortuary? What for? I'd like to consult with Dr. Edwards. All right, but be careful. Make sure you don't let Snelling see you back there. That's it for now. Better get back to it then. Oh Gott, dann ab die Leichenhalle. Sonst hätten wir wahrscheinlich zu Hause das nochmal ausspielen müssen. Oh man. Was war denn da überhaupt drin? Das wissen wir gar nicht. Das war richtig blöd. Dr. Edwards' lab was always a fascinating place to learn about death. A bit less so now that I'm quite the expert. Did I miss cleaning up some bit of that last corpse? Oh, Fordham, what brings you down here? Hello, Edwards. I was wondering if I could pick your brain. Yes, of course. There's one in a jar over there, and I may have another one around here somewhere. That coroner humor never gets old, does it? Anyway, let me know what you want to discuss. This fellow's not going anywhere. Er geht nirgendwo mehr hin. Waschbecken. Oh nein. Aber jetzt kommen wir ja erst da. Ja, it's important to keep your hands clean when dealing with dead bodies. After all, you never know where they've been. Until after the post-mortem exam, anyway. Egal, mach mal, ist doch alles gut, alles gut. Nö, ist doch noch nichts passiert. Edwards keeps assorted bottles and specimens in there. Nothing too remarkable that I can see. Ich sehe das Problem. Assorted lab equipment for setting things on fire or causing explosions. You know, the perfect way to pass the time.
I'm pretty sure I saw Edwards weighing his lunch on this once. It looks rather fresh. There's a plaque at the base of the jar that says H. Putnam. It's important to keep your hands... It's important... Hätten wahrscheinlich den Krug nehmen können, hier zum Waschen. Nee, sonst hätten wir bei Abend schon viel, viel früher. Es kann auch sein, dass wir jetzt nochmal hingehen müssen und nochmal neue Asche holen müssen. Stimmt, es ist Pardon Asche me, Edwards. Da. Ja. Oh Gott, so gut. Yes? Riese. Ja, gleich die Asche. Ja. Ein bisschen I've got these human ashes from a crime scene. Straight to the point. I knew I liked you for a reason, Fordham. Who do they belong to? Desiree Lathan. She was a Gascon Grand Dame. Oh, of course. I heard about that case. She was found burned in her home, wasn't she? That's right. I meant to go over there later today. Well, then I suppose I've saved you the journey. Would you have a look at these? Does this mean you're officially on the case? Not as such. In fact, I'd appreciate it if you didn't mention I'd been here. Ah, clandestine operation. Sneaking around under Snelling's nose. I don't have much of a choice. I'm pretty much persona non grata around here these days. Well, you're always welcome in my mortuary. Preferably while still breathing, of course. Aww. Anyway, I'll just take those ashes off your hands. I'm sure your social life will soon improve. Yes, I was making quite the impression. This is an interesting choice of container. It was either that or carry them around in my bare hands. Well, I'm a bit busy right now, but I should have something for you within the next couple of hours. But you do realize the information won't be exclusive to you. I'll have to pass it on to the detectives on the case. Naturally. That just gives me more of an incentive to work quickly. Aber was ist, wenn er das alles analysiert und, ja, da und wir dann erst was Falsches rausbekommen? Der wird ja jetzt ganz sicher eigentlich Wo könnten noch wir denn was waschen? Dort, entweder bei okay, uns zu Hause lass oder lass zurückgehen, dort, ne? Lass laden. Ja. Dann haben wir schon eingepackt. Ja. Dann klicken wir uns bei ihr nochmal durch. Ja. Dann springen wir direkt zu Abten. Ja. Ja. Ja, lass mal. Okay. Wir wissen es nicht, Leute, aber es ist ein guter Punkt. Thanks. Wir wollen sicher gehen. Ja, ja, ja. Bevor wir es dann vergessen, wo wir eigentlich noch alles. Ja, ja, wo müssen. Alles, dann lass jetzt einmal fliegen. Dann skippen wir hier überall durch. Laden. Laden. Glück. Wissen wir. Merwin, der Ritter. Der Ritter rettet uns. Laden. Oh nein, Ponyo ist jetzt schlecht. Oh, okay, jetzt muss ich mit ihr noch einmal reden. Ja. Wegen dem Peter. Ist der Aber das war echt ein guter Punkt, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Thanks for your thing. Das ist natürlich nicht gut. So, okay. Dann klicke ich aber einmal den Krug an, vielleicht sagen sie mir dazu was. Okay, Simku. Ein dreckiger Humpen aus dem... Okay. Einer Flüssigkeit, das ist... Spuren von einer Flüssigkeit, ja. Das ist wirklich die Frage, ob das... Lass ausprobieren, wenn wir waschen können jetzt bei ihm, wenn wir trotzdem zu Abten hingehen können, dann ist ja, doch... Ja. Zerrebier. Sonst probieren wir es zu Hause und wenn das nicht geht, dann... Keep up the good work up. I have geht nicht, an. Okay. Dann lassen wir zu Hause. Mhm. Aber vielleicht müssen wir es auch einfach... Wir hätten vielleicht auch noch einen Speicherpunkt machen sollen, so mit... Ja, den Autos. Alles ja, okay. Ja. Haben wir keinen. Home at last. Hallo, Miles. Hallo. Ach, vielleicht kann sie den waschen. Ja. Addy? What is it, Miles? Nein. Nein, lieber nicht. Nein. You've got an appointment with Charlotte Robineau later today, don't you? Are you using your detecting skills on me now? I spoke with her at the Gascon Supper Club, and she mentioned you. Turns out she knew Desiree Lathan. Makes sense. That social circle is tiny. She wasn't very forthcoming, though. Do you think you might try and persuade her to talk? Persuasion shouldn't be necessary. She usually just sits in the chair and starts gossiping up a storm. I think I know more about all the Gascon Grand Dames than anyone should. That's good. That's very good. Was ich noch wissen möchte. Ich bin noch nicht so. Das obere. Ja. Ja. Right. These are the things I want you to ask her about. This? Oh my god! So you want me to take off about an inch, but keep enough for your curls? Yes, that's right. You know how I like it, Adelaide. Halt, stopp, wir wissen noch gar nicht, was wir alles fragen müssen, oder? Oh, das ist schon wieder was, wo man sich denkt, oh, zum Glück haben wir den Ritterspeicherstand. Oh Gott. Ja, ach, wieso, kann doch voll passend sein. Ja, ja, es wir kann mit, wir haben jetzt sein. Ja mit ihr geredet. Ja. Und dann
Okay, sind Ihnen irgendwelche neuen Verehrer ins Auge gefallen? Nee. Der Ball. Wie war der Ball? Der Ball. Was geschah mit Desiree? Mit dem Ball, ne? Wie war der Ball? Das ist ein guter Aufhänger. Ja. Ich wollte sie ihr Geld ja mal diesem Ball oder irgendeiner Vereinigung zukommen lassen. Man wollte ja nicht ändern, weil sie sich doch verliebt hat und dann wurde sie entflammt. Wurde sie entflammt, okay. Oh Gott, ja. Zurück einfach mal. How was the Grand Dame's Ball? Was your hairdo a hit? Oh, it was. All those other old biddies were practically fainting with jealousy. Truth be told, though, the evening was rather dull. Just the regular crowd of wags and gossips. You know, sometimes I envy people like you, Adelaide. People like me? Yes, you know. Ordinary people. Being a member of high society can be so draining. One quite lacks a sense of purpose, of ordinary honest usefulness that comes from a good day's labor. Have you done much of that sort of labor yourself, madam? What? No, of course not. But I imagine it must be quite good for the soul, quite grounding. Just being what you are. No airs or pretense. Oh, you've missed a bit there on the left ear. Do be sure it comes out even. Certainly, madam. Sind Ihnen irgendwelche neuen Verehrer ins Auge gefallen? Was geschah? Okay, die Musik, die Sie spielen, ist in Zukunft. Ja, aber wir dürfen alle machen. Ja, okay. Das ist ja gut. Jetzt trotzdem, wir müssen eine Frage beantworten, welche Pizza wir am liebsten essen. Oh, vegetarische. Jetzt Fertigpizza oder normale Pizza? Da ist sogar am liebsten die vegetarische bei den Fertigen. Ich weiß es nicht. Ich mag Tomaten. Viele es müssen viele Tomaten sein. Ich esse ja gerne, das ist jetzt richtig lame, aber tatsächlich einfach nur. Ja, du isst voll aus Margarita. Einfach. Margarita esse ich, ja. Ich überlege gerade, was ich noch esse. Scharfe Pizza mit scharfer Salami. Stimmt. Und wenn sie wirklich bei einer coolen Pizzeria oder so gemacht ist, esse ich das auch gerne. Es gibt vier Optionen. Aha. Ja. Es gibt vier Optionen in meinem Leben, Leute: Schinken, Champignon. Schinken und Champignon und nur Werbung, die Bianca. Keine Ahnung, wie sie heißt. Es ist von Dr. Oetker Restaurante mit Käse überbacken und mit Chips drauf, Kartoffelchips. Ach, das war das, was du erzählt hast. Ja, das ist einfach Chips auf Pizza. Ich bin sonst nicht so der große Chips-Fan. Aber Alter, diese Pizza mit Kartoffelchips drauf, bam, das ist richtig. Ich muss jetzt noch mal was zu vegetarischen Pizzen sagen. Da fehlen meistens Tomaten drauf. Warum? Sind Tomaten nicht vegetarisch? Wahrscheinlich, weil es ist Tomatensoße drauf. Und dann Tomate drauf. Aber auch generell bei Restaurants ist dann so ganz viel Zeug drauf, was auch lecker ist und so. Aber ich brauche Tomaten in meinem Leben. Pizza Hawaii ist tot, weil Ananas auf Pizza, sorry, Leute. Aber es ist das. Alex ist so, ich wiederhole mich eventuell, warum magst du das? Valika, hör mal zu. Das klingt, es schmeckt so gut. Wirklich, es schmeckt richtig gut. Also nicht so Chips, Paprika-Chips, sondern so Kartoffelchips halt so. Das ist. Sorry, Max, das hört sich widerlich an. Wirklich? Und dann mit ganz, ganz, ganz viel Käse. So ich wie Nachos schon fast einfach. Also Hawaii-Pizza kann ich aber essen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Also mit. Mein Freund hat mal vergessen, dass Margarita heißt und hat dann eine Salami-Pizza ohne Salami bestellt. Das ist geil. Kann man machen, funktioniert auch. Warte mal. Oh, mit Tortilla-Chips. Oha. War nicht übel, du hast einen Anhänger. Hier. Bianca Prosciutto? Prosciutto Patata. Ja. Ich kann kein Italienisch. Kann man davon ein Bild zeigen? Es existiert. Ich weiß nicht, ob man davon ein Bild zeigen kann. Ja, klar, aber wird schon. Werbung. Ja, ist ja keine Werbung. Ist ja. Jetzt kommt Kabel hängen. Du sollst es nicht zeigen. Warte, unsere Gesichter. Gesichter. Da. Die da. Das sieht doch geil aus. Kommt. Also bitte. Ich bin Fan. Und bei Ananas kommt es halt drauf an. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich in Hawaii Pizza jemals gegessen habe. Aber wenn frisch
Und mit einer richtig guten Ananas kann ich mir das gut vorstellen. Ja, ja. Weil wenn der Ananas richtig gut ist, dann ist es Halleluja. Ich dulde Ananas nur in SpongeBob. aber das ist, ich akzeptiere Ananas. Ich dulde sie. Okay, das ist ja... Aber mehr auch nicht. Das ist... Gut. Ah, die sind ja meist Fleischtomaten, deswegen natürlich nichts für Vegetarier. Ah, ist ja... Aber die besten Tomaten auf dieser Welt sind Cherry-Tomaten. Oh ja. Mhm. Die sind so gut. Außer wenn man große Tomatenstückchen haben möchte oder auf Burgern oder so, weil dann nervt es, weil dann rutschen die Kerne raus. Das schon, aber trotzdem schmecken sie besser, auch wenn sie unpraktisch sind. Das kann sein. Die großen... Das ist wirklich... Die Schneiderei ist wirklich eine Klasse, die müssen schnell an. Ja, sonst hat sie keine Haare mehr. Okay, aber dann lass mal hier... Bitte verehren. Ich bin froh, dass wir alles fragen können. Oh ja, Gott, ich hab so Angst. Weiter geht's. Has anyone special caught your eye recently? Ha! No. I think I'm getting too old for most of the young pups I see around these days. Besides, marriage has proved to be more trouble than it's worth. I'm finished with that whole game. Although there was one fellow who came into the supper club today. Pity he was only interested in asking questions. Oh? Yes, the dark brooding type. Sleepless nights etched all over his face. Still handsome, though. I invited him to join me for a drink, but he refused. Said it was too early to be drinking. Is that so? Life is too short to be so uptight. Probably for the best he didn't join you for that drink, then. Sehr gut. Mhm. Ja, hätten wir bloß nicht... Da wären wir voll in die Trap reingefallen. Ja, ja, voll in die Trap. Wir waren schlau. Leute, Leute. So, was geschah? Mhm. Ja, wir haben in der Zeitung gelesen. Ja. I was reading in the paper this morning about what happened with Desiree Lathan. Did you hear about that? Oh, such a tragedy. Poor Desi. We hadn't talked in a long time, but... How terrible to think of her dying in such a horrible way. My condolences. Thank you, dear. Waren sie befreundet? Ja, das macht ja schon Sinn. Dunkle Oliven sind cool. Did you and Desiree used to be friends? Oh, we were like sisters at one point. What happened? Aha. What else? A man got involved. Ein Mann. You were both after the same man? No, no, quite the contrary. We both enjoyed being unattached and had vowed to keep it that way. The Spinster Sisters, we used to call ourselves. But I fell for a man a few years ago. We got married and Desiree stopped speaking to me. That's a shame. Yes, especially considering the marriage only lasted a few brief months. I lost both my husband and my best friend. I'm sure there's a lesson to be learned in that. Hm. Das Porträt. Ja, wo das hat Porträt. Sie... Wer hat das gemalt? Aber der Punkt ist... Oh mein Gott, wir hätten eigentlich noch zu allen anderen Stationen gehen sollen. Nee. Und noch mehr Fragen generieren, sammeln können. Vielleicht ist so, reicht das jetzt ja komplett aus. Ja, wir haben auf jeden Fall schon mal Wir haben gute Fragen gemacht. Wir bemühen uns einfach. Wir speichern nach dem Ding und dann... Ja, ich will nur nichts verpassen. Wir speichern dann. I heard someone mention that Desiree had her portrait painted recently. Yes, I heard that too. I think it was Caroline who told me. Yes, that was it. Caroline. She was looking for a portrait artist and told me Desiree had found one. Roger DeVay, I think she said his name was. Den Namen kennen wir nicht, ne? Nee, noch nicht. Wer ist das? Die Frau im Gewächshaus mit den Heckenscheren war schlimmer in der ersten Folge. Wer ist dieser Roger DeVay? Klingt wirklich mysteriös, Leute. Frag mal nach. Ja. Roger DeVay? Sounds mysterious. Who is he? Well, I don't know about mysterious. He's just an artist. Not a very good one either, from what I hear. He didn't do a good job on the portrait? Oh, no, no, he did fine. I just meant he hasn't really taken off. His paintings aren't worth very much, you see. But Desiree took a liking to him very quickly. Even went as far as giving him an extra key to her apartment. If there was anything more going on between them, I couldn't say. But she could have done a lot better, if you ask me.
I mean, he's barely even an artist now. I heard he took a teaching position at the university. Now, who would want their likeness immortalized by a lecturer? I see. Well, I hope he makes it in the world someday. Miracles may happen. Mhm. Die Musik. Mhm, die ist entzückend. Ja, woher kommt die? Die macht Chan nervös. Ist ja so langsam reicht's mit der Musik. Aber man kann sie ja kommentieren. I have to say, your musical selection for today is lovely. It's nice to know someone like you can appreciate some of the finer points of culture. In case you were wondering, the piece is the fourth symphony by a composer named Theophilus von Wagner. Yes, it's refreshing to hear the fourth symphony for a change. Most people know von Wagner for his fifth symphony or his lute concerto in D minor. Oh, you know von Wagner? Although I admit he isn't one of my favorite Baroque composers, I can appreciate what he brought to the movement. I'm more in favor of Scaravaldi. His development of the Concerto Grosso makes for a much richer musical tapestry. Wouldn't you agree? Oh, well, perhaps so. Do you have any favorites among Scaravaldi's works? His first symphony is quite riveting. Do you mean his Concerto for Mandolin? He didn't have a first symphony as such. Well, yes, that's what I meant. As much as I enjoy chatting, perhaps you should concentrate on what you're doing, dear. Oh, es ist ganz schön frisch heute. Was haben wir gekriegt? Die Errungenschaft? Horizont ja. tut sich auf. Wahrscheinlich, weil wir so richtig schön... Ja. Ganz schön frisch heute. Oh mein Gott, ich hab keine... Ich muss noch... Achso. Ich muss nochmal. Ist jetzt die Frage, machen wir, ist es ganz schön frisch heute? Noch ein Biss draus? Vielleicht schon. Ja. Sollen wir ja. das mal versuchen? Ja. Quite chilly out today, isn't it? Yes. A good day for spending indoors. Probably means we'll be getting an earlier winter. It's a good thing I bought a new set of coats then. Oh, okay. Okay. Ich trink kurz was. Ja, okay. Sonst klapp ich. Good. I think that's all finished. Thank you, Adelaide. It was a pleasure, as always. Ja, ja. Likewise, Miss Robineau. I'll see you next week. Jede Woche geht sie zum Friseur. Krass. And she didn't tip very well, either. I'm sorry, dear. She sounds positively dreadful. No more than the other Gascon Grand Dames. I just hope you managed to get something useful from that. Addie? What is it? Ich kann ihr immer noch ein Kompliment machen, unserer Frau. Soll ich mal speichern und das versuchen? Why not? Weil, ich meine, wir haben ja jetzt gerade... Also wenn ich rausgucke, ist es echt warm. Ja, es ist wirklich ziemlich warm. Ich gebe recht. Ich werde das jetzt mal umnennen. Hallo, Saskia. Ich nenne das jetzt, Frisur. Ja, tu das. Leute. Ich kann nicht schreiben. Ich bin auch so weit weg von der Tastatur. Aber verzeiht mir. Wir machen einfach Free. Das gefällt mir. So. Max im Hintergrund. Ja, Max ist wahrscheinlich irgendwie gerade durchgerannt. So. Und jetzt werde ich nämlich einmal, Leute, ihr ein Kompliment machen. Vielleicht funktioniert das ja jetzt. Sonst würde ich es einfach nochmal laden. Weil wir waren ja jetzt gerade... Sie hat ja gerade gehört, dass wir wirklich nett waren. Was? Valika, ja, geht heute Abend mal raus, wo es klar ist, ist der Komet gut zu sehen. Heute fliegt heute? Ein Komet? Ich habe das Gefühl, dass die Tagesschau und so immer nach Wetterphänomenen am Tag danach dann sagen, ach, oh, gestern war was Cooles los. Ja, oder wir verpassen einfach die Ankündigungen. Wahrscheinlich. Aber mir geht's immer irgendwie so. So, ich versuche jetzt mal hier... Please let me see that beautiful smile of yours, Addie. That's enough, Miles. Oh. If you're just going to stand there and throw... But... Stop it. Oh, nee, ist nicht gut. Also, ich lade es einfach nochmal. Ich bin wieder da. Ich lade das Free und es ist nichts passiert. Nice. Jetzt entschuldigt, der Hausstaub. Er tötet mich. Ja, Max ist da. War nicht gestern schon ein Komet? Good luck. Jeden Tag fliegen Kometen. Ja, aber man sieht ihn scheinbar heute gut. Oh, wir haben so viele Möglichkeiten, Leute. Aha. Mal gucken. Wir können zu den Anwälten gehen, aber dann kommen wir wahrscheinlich nicht weiter.
Ihr könnt zur Polizeirevier gehen und gucken, ob der fertig ist. Aber das ist er wahrscheinlich noch nicht. Na, da waren wir ja noch gar nicht. Wir müssen ja erstmal wieder eigentlich das einsammeln. Oh ja, dann sollten wir das jetzt einsammeln, damit der nämlich arbeiten kann. Irritiert das wirklich. Nicht gut. Weil da ist ja eindeutig wirklich was in dem Krug. Aber... Ja, es kommt drauf an, wie viel Asche wir reinkippen. Wenn wir den gesamten Krug voll machen, ist es egal, dass der Krug kein Dreck ist. I'm afraid I need to have another... Alright. Also Leute, wir sammeln das jetzt mal wieder... Sammeln Asche ein. Wir haben hier den Free-Speicherstand nach dem Friseur. Passt. So, weil dann können wir... Ich werde das jetzt mal nochmal... Einfach this one's... Ich weiß, oh, ich Miles. Will, it's vital to the investigation that we find out if any... Farron, remember that... I'd really... Aber jetzt haben wir zwei neue Einträge. Hatte ich das? Ja. Hattest du auch, Aufgabe ja. Und das im Inventar. Okay. Das hochnehmen und jetzt die Aufgabe ist wegzubringen, wahrscheinlich. Ja, Konfuzius könnte recht haben, das wird leicht. The smell from the bedroom is getting worse. I don't know how much longer I can stand it. Jetzt habe ich auch kapiert, das meint er, weil wir an ihr vorbeilaufen. Ja. Ja. Das ist nicht Lissabon, ich dachte einfach, weil es kann schon sein, dass es ja, auch es kann schon sein, dass das Auto triggert war, aber war es nicht. Ach nein, da wollte ich ja gar nicht hin. Tschüss. Oder warte mal. That smell. I thought I told Mr. Usher to throw away that sandwich. Ich will auch was sagen. Lass zu ihm hingehen. Ah. Hier, das ist der Beweis. Ja. Begging your pardon, sir. Yes. Yes. Ja, das ist der Beweis. Ja. You said you wanted proof of Miss Lathan's death? Well, these are her ashes. Oh, what is wrong with you? Get out of here this instant, or I'll have you arrested. What the hell were you thinking, Miles? Ja, das war blöd. Have you gone insane? Ich fand's witzig. Aber das hätte ich nämlich auch gemacht, tatsächlich. Ja, Achievement. Alles in Asche. Steam Achievement. Nice. Gut, wir gehen wieder. Lassen wir das so. Okay. Lassen wir das so. Ich weiß noch nicht, aber ich hoffe, wir kommen dann da. Ist es jetzt gerade verschwunden? Ist verschwunden. Haben wir es gerade verkackt damit? Oh. Oh nein. Ich habe einen Ladestand. Ich habe einen Free-Ladestand. Free. So gut. Ist alles gut. Oh mein Gott, wir haben es echt drauf. Aber hey, alles wir haben ein. Es war alles, wir mussten es. War für das war doch Achievement. Okay. Ja. Time for me to get some things done. Don't work yourself too hard, dear. Machen wir nicht. Florian sagt, der Komet kommt morgen früh, wenn die Pizza mit doppeltem Käse und vielen Zwiebeln verdaut ist. Oh, mega gut. Okay. Gut, Asher und Price, jetzt müssen wir wieder unser Ding einsammeln. Ja, Entschuldigung. Ja. Alles gut. I'm afraid I need to have... All right. Das war auf jeden Fall gut. Das muss man mal gemacht haben. Okay, das mit dem Contest wird wohl nicht. Wieso? Was? Okay, es ist ja nur der erste Tag. Was ist los? Oh, Miles, really? You're going to carry the ashes around in a pewter mug? Ich weiß nicht. It's vital. If anyone... Fair enough. Ja, remember that... Das haben voll viele Bestimmt von uns. Ja. Merci. Das passt. Die Musik wird ja, die das Musik wird wir auch. Alles schon. Die, und die Musik wird auch. Ja. Auch schlecht. Also. Nervös. Schief. Oder so. Bum, bum, bum. Bedrückt. Musik stinkt. So, jetzt gehen wir zur Polizei damit. So. Call the police. Jetzt machen wir da weiter, wo wir eigentlich. Private Invest. So, wir müssen. Got a moment up? Ja. Wir müssen would mal zu schnell like, reichen, Halle. Das haben wir alle schon gemacht. Lauf, geht mal, lauf. Ich laufe! Run. So, und wenn wir das dann abgegeben haben, dann machen wir nochmal einen Speicherstand. Ja. Da. Oh, did I miss cleaning up some bit of that last corpse? Oh! Hello, Edwards. Yes? Ja, hallo. There's that car. Okay, also, anyway. Das haben wir ja auch schon alles. Ich klicke das jetzt hier auch mal alles einmal an. This provides the room with just the right... Edwards keeps assorted bottles and specimens in there. Nothing too remarkable that I can see. Not a stitch of clothing on him. As if having your torso ripped open and poked around inside weren't bad enough. There truly is no dignity in death. The Jam hat nur noch 2%. Oh nein. Na. Wir werden dich nicht vergessen. Nein. Du schaffst das. Du schaffst das. Ein bisschen durchhalten. Ja. Wir senden dir oder deinem Handy ganz viel ganz Energie. Viel Energie. Edwards must have some very good friends in the department to have. Okay. Ich weiß nicht mehr, was ich alles angeklickt habe. Hast du damals angeklickt? Ja, ich glaube ja. Well, at least he died with a smile on his face. Ich glaube nicht. Sort of.
okay. Dr. Edwards, guck dir das an. Ja, doch. Pardon me, Edwards. Yes? I've got these human ashes from a crime scene. Straight to the point. I knew I liked you for a reason, Fordham. Who do they belong to? Desiree Lathan. She was a Gascon Grand Dame. Oh, of course. I heard about that case. She was found burned in her home, wasn't she? That's right. I meant to go over there later today. Well, then I suppose I've saved you the journey. Would you have a look at these? Does this mean you're officially on the case? Not as such. In fact, I'd appreciate it if you didn't mention I'd been here. Ah, clandestine operation. Sneaking around under Snelling's nose. I don't have much of a choice. I'm pretty much persona non grata around here these days. Well, you're always welcome in my mortuary. Preferably while still breathing, of course. Anyway, I'll just take those ashes off your hands. I'm sure your social life will soon improve. Yes, I was making quite the impression. This is an interesting choice of container. It was either that or carry them around in my bare hands. Well, I'm a bit busy right now, but I should have something for you within the next couple of hours. But you do realize the information won't be exclusive to you. I'll have to pass it on to the detectives on the case. Naturally. That just gives me more of an incentive to work quickly. Aber es kann halt wirklich sein, dass bei der Asche rauskommt, dass dieser Krug dann von diesem Peter war und dann alle meinen, es war Peter, aber der wird es dann nicht gewesen sein. Weil die ja wissen, dass der Krug verschmutzt war. Keine Ahnung. Aber das sag ich mir mal vorher. Ich glaube, die Asche ist nicht das, worüber wir an den Täter kommen. Nee. I found this piece of burned cloth at the crime scene. Could you take a look at it for me? This is from the Lathan case? It is, yes. What do you need me to look at exactly? It appears to have some oily residue on it. Interesting. I'm afraid I have my hands full right now, but you can feel free to use my workbench if you'd like. To do what exactly? Surely they taught you something about basic chemical analysis when you worked here. Yes, well, I always let Bill handle the more technical aspects of our cases. A real pity I'm not around to help you anymore, isn't it? But I'll have a look and see if something comes back to me. Wir sollten davor speichern. Wir sollten davor speichern, sonst spontane Selbstentzündung bei uns. Keeping busy down here, Edwards? Oh, you know me. I've always got my hands in someone. Edwards always did have a way with words. This postmortem was just a formality, really. The victim died of a gunshot wound to the head. Last week, though, we had a real kicker. An old man was brought in, and though he appeared quite dead, I was told that he'd been in a trance for over half a year. Apparently, he was hypnotized right at the point of death. And somehow managed to remain alive, in a fashion. In any case, when I began performing the exam, his entire body decayed into a putrefied mess within minutes. It was fascinating. Should you really be giving me these details, Edwards? Oh hell, I don't mind telling you, Miles. It's not like you're going to go tell Snelling. Besides, you're the only one who's come to see me all week. Dead people make lousy conversationalists. Hey, I take offense to that statement. Haben wir bei den Büchern, bei dem Geisterclub da auch sowas gelesen gehabt? Mit jemandem, der dann einfach zerfällt? Ja, mit Thors und so. Ich kann mich an nichts konkret erinnern, aber ich weiß noch, dass wir eins auch so ein bisschen durchgeskippt sind und deswegen kann es sein, dass da was war. Können ja gezielt dann mal gucken. Ja. So, Snelling got promoted to Chief, did he? Yes, not too long after you left. Personally, I think he took advantage of your situation to change things around here. Was it really that much of a shock? Bill and I weren't exactly the most well-liked detectives on the force. But you were respected. You two solved over 350 cases in 15 years. You were an institution. Damn right we were. It's so easy for people to resent their more successful peers. Ah, Edwards. Nice to know someone missed us. Ist Speichern eigentlich cheaten? Nein. What? Speichern beim Laden. Das tun wir ja nicht. Wir speichern ja bloß. Ja. You didn't wir machen mal weiter. Examine Bill after he died, did you? Ha! He wishes. No, there was nothing inconclusive about his death. He died from impact after falling from the roof of a building. Why? Was there something else I should have looked into? No, I was just curious. As fond as I am of Edwards, it would have been a bit much for him to go poking around my insides. Thanks. That's all I needed to know for the moment. Anytime, Fordham. Du Treva. Ja.
doch in sowas wie eine Trance. Klingt nach einem weiteren Versuchskaninchen. Ich weiß, war sie eher von der gedruckt quasi? Ja, sie war doch betäubt von ihrer Tochter, oder? Ja, sie von aber also kann man das als Trance... Stopp, natürlich, sie war doch scheintot. Ach Gott, ach, bin ich dumm. Und wir haben nicht erschossen, sondern er ist runtergefallen vom Dach. Ja, aber wir haben trotzdem... Nein, wir haben ihn nicht erschossen. Ja, aber tatsächlich, ich habe voll vergessen, ja, sie war ja eigentlich bei ihrer Beerdigung schon. Ja, sie war ja bei ihrer Beerdigung. Die war auch in der Trance. Ja, und das ist alles, Leute, das ist alles geplant. Ja, alles und vor allem hat ja auch wieder... Der Täter von damals ja auch... That collection of stains, fluids and other repugnant materials almost makes me homesick for the chum. So, und da wir ja schließlich nicht irgendwie... So, wie nennen wir das jetzt? Chemie. Ohne je, gut. Cool. Da. Was sagt ihr? Chemie oder Chemie? Ich wollte gerade sagen, fang nicht damit an. Okay, it's been ages since we got to do any type of chemical analysis. Also, this will be grand! Dr. Edwards, could you remind me what it is I'm meant to be doing? Yes, of course. Go ahead and get as much of that oily residue from the cloth into the petri dish. Good. Now add some of the chemical reagent in the red bottle to the dish. Okay. Aha! The oil turned orange. Yes! The reagent has caused a chemical reaction and changed the oil's color. Isn't science fun? Quite. But how does this help me? I have some samples of the most common types of flammable oils on the shelf. Go ahead and add them to the test tubes. Good. Now simply check each one with the reagent to see if you can find a match. And if I don't find one? Then I suggest going out and looking for more oil samples. Und es ist ja auch noch eins frei. Öl aus Kohle, Kerosin, Walöl. Ja, probier einfach mal aus. Warte mal ganz kurz, Walöl. Es war doch, gab irgendeinen Zwischenfall, der nicht wichtig war, mit irgendwas am Hafen. Vielleicht haben die dann Wal gehabt oder irgendwas. Achso, mit dem Toten da, dem Erschossenen ja. Da. Jetzt okay. Proberin. Jetzt wieder das Rote, oder? Ja. Das ist lustig. Well, oil be damned. Looks like that's not a match. Oh, you love it. You love it. Okay, ich glaube, da wird keins dabei sein, Leute. Ja, sehr sicher nicht. Wir müssen noch eins finden. Aber wir machen mal weil weiter. Eins ist noch leer, wir jetzt macht Spaß. Ja. Whoop. Das ist so lustig. So much for kerosene being the culprit. Jetzt gibt's nur noch Kohl. Kohle. Kohl. Öl aus Kohl. Das war's. Jetzt der Schocker, es wird nicht rot. Too bad, I would have bet on it being coal oil. Tja. Ja. So was. Ja, dann brauchen wir Öl-Samples neu. Mhm. Okay. Mit ihm noch labern? I feel sorry for the poor slob who has to clean that out. Seems to be empty for now. That's most definitely a good thing. Not a stitch of clothing on him. Okay, gut. Wollen wir mit ihm nochmal reden? I ja, don't think so. The good doctor... Nein. Okay. Dann gehen wir raus. Alright. Ihr sagt doch auch nicht Charmeleon. Charmeleon! Ich sag Chemie, aber in der Schule waren alle so, sag Chemie! Und ich dachte, das ist voll anstrengend, das ist voll hart. Dann war ich so, ja, aber man sagt ja auch Christian. Ah. Aber ich bin trotzdem, ich bin Chemie. Work up, then. I might have some more questions later. I have no doubt. Man hat für alles Argumente, keine Ahnung. Aber ich sag Chemie, China. Okay, wo kriegen wir jetzt Samples her? Wir haben die Bank bei den Geistern. Universität, wer ist da? Auch bei der Uni? Stopp, waren wir nicht schon mal bei der Uni? Nee. Ja, doch, waren wir. Ja. Bei der Tochter von der Dupré. Ja. Aber, Moment. Es gibt Menschen, die sagen China. Ja. China? Ja. Oh. China, PK. Warte. Ja. Aber es ist. Ich muss gerade kurz überlegen, hart. Wen suchen wir hier? Ja, geh hin. Nee, den neuen Dude, der irgendjemand, der jetzt unterrichtet. Peter, der ist Dozent, der Maler.
Der Maler ist der Maler. Peter ist nämlich bei der Bank. Aber Leute von heute, der Maler ist bei der bei da. Ja. Leute. Der hat Ölfarben. Ja. Ja. Oh mein. Ja. Ja. Und ich meine Bild so hier, man konnte nicht mehr sehen, wer das ist. Wenn wir diesen Herrn nicht hier auffinden, wissen wir, er ist der Mörder. Wie bei den anderen. Ist jetzt die Frage, sollen wir, bevor wir da hingehen, noch einmal im Geister... Ja, gehen wir mal ein bisschen Geisterkluppen. Ja, Geisterklub. Was ist oben beim Geldsack? Da ist die Bank mit dem Peter. Ah. Mit dem Peter. Auch mit dem Peter? Ja, da ist ja der Maler. Wie heißt der denn nochmal? Von Dingenskirchen. Okay, dann gehen wir jetzt erst zum Geisterkluppen. Weil wir lesen jetzt ein bisschen. Wir gehen da hin, um Bücher zu lesen. Unterstützt Welcome uns. Back, Mr. Fordham. Wir müssen helft Max durch diese Lesestunde zu kommen. Reden wir erstmal mit ihr? Oh mein Gott. Ja, oh mein Gott. Nein. Could I ask you about some things, Miss Maxwell? Wir fragen sie Certainly, darling. Ja, wird schon. Are you familiar with a woman named Desiree Lathan? Yes, she came to see me just last week. She told me she was doing research for an article she was writing for Brentwell magazine. What sort of research? She asked me a few questions and looked at my books. That was all. She wasn't here for very long. And what was she researching? Something about spontaneous human combustion, I believe. Und Confusius, der Gerichtsmediziner, untersucht den Krug. Und wir sollen ein paar Stunden wiederkommen. Das war noch die Info. Did you know that Desiree Lathan is dead? What? My God, no! I didn't. What happened to her? She was found burned to death in her bed. How awful. Do you have any idea how this may have happened? There are a number of possibilities, but if she was in the middle of researching spontaneous human combustion, and then to have this happen, it can't be a coincidence. Are you suggesting she herself was a victim of spontaneous combustion? One need only compare the circumstances of her death with the facts, darling. She can't be serious, can she? What can you tell me about spontaneous human combustion? I'm not overly familiar with the subject, but I do have a book about it on the shelf back there. You are welcome to look at it if it will help. I may, but I'd like to know what your understanding of it is. Well, I believe it is when the human body inexplicably catches fire and burns. It usually occurs among elderly women who drink to excess, and very little fire damage is caused around the body. That's really all I know, darling. It's not a very agreeable subject for study now, is it? Thank you for the information. It was very enlightening. It was my pleasure, darling. Nee. Ich will mal hier in das Gästebuch gucken, weil... There's quite a few members in this group. There's quite a few members. There's quite a few members. There's quite a few members in this group. Ja. Dann ist es nicht wichtig. Okay. Jetzt kommen die Bücher. Okay, gut. Riesenkrake war das, glaube ich, nicht. It's nice of Miss Maxwell to let people borrow her books. Even if they are all just a bunch of nonsense. And coming from me, that's really saying something. So, Mediumverbindung zum Reigen der Geister. Was kommt nach dem Tode? Voodoo hatten wir auch schon. Kraken. Die Kunst der Seance. Ja, mach mal das nochmal. Ach, das war das mit dem Ouija-Brett. Achso, okay. Eine Vorsicht, ja. Muss getroffen werden. Moment. Tickt euch durch, das haben wir gelesen. Komplett. Ja, ich will nur gucken, irgendeins von denen ist es ja. Das ist ja... Dann Geheimnisse, nee, Geister und Äther. Selbstentzündung. Spontane menschliche Selbstentzündung ist ein hochgradig kontroverses, diskutiertes Feld. Sie verliert aber nie ihren Stellenwert bei Gelehrten und Anhängern des Okkulten und Unerklärlichen. Der Begriff bezieht sich auf Verbrennungen durch ein Feuer, für das es keinen ersichtlichen äußeren Auslöser gibt. Der Ursprung des Feuers wird innerhalb des Körpers des Opfers gewähnt. Das Buch Medizinische Rechtsprechung aus dem Jahr 1823 listet die Gemeinsamkeiten verzeichneter Fälle spontaner menschlicher Selbstentzündung auf. Hierunter finden sich
Erstens, die Opfer sind chaotische Alkoholiker. Chronische, aber vor allem chaotisch. Zweitens, im Allgemeinen handelt es sich um Frauen fortgeschrittenen Alters. Drittens, die Hände und Füße fallen für gewöhnlich ab. Viertens, das Feuer richtet wenig Schaden an Gegenständen in Körpernähe an. Fünftens, schleimige und übelriechende Ascherückstände bleiben zurück. Eine Illustration zweier Männer, die ein Opfer der spontanen menschlichen Selbstentzündung finden. Die meisten Ärzte und Ermittler vermuten, dass Alkoholismus Auslöser der spontanen menschlichen Selbstentzündung ist. This all sounds strangely familiar, but spontaneous human combustion can't be real, can it? Then again, sometimes the simplest explanation is the correct one. Chan lebt wieder. Nice. Sehr cool, aber ich glaube hier kein Ton. Ton. Ja. Kein Ton. Aber, so, aber ich, die Kunst des Jungs, ich muss mal noch einmal gucken. Du kannst dich auch einfach auf das Buch klicken, das einmal durchklicken und dann... Ich bin hier nämlich gerade wegen dem einen Dude, der da Geisterkontakt aufnehmen, Medium. Generell wird angenommen, wenn, Energie. Wenn es wichtig ist, dann wird Bill was sagen. Ja, ich will ja gucken, ob wir eine Verbindung zu dem Geister hervorrufen. Aber Geister brauchen Natur. Wir gerade nicht, oder? Nee. Nee, glaube ich nicht. Wir brauchen Geister und Äther, aber ich glaube, die anderen. Was kommt nach dem Tode vielleicht noch? Das haben wir aber damals schon eben wegen Jemand Bill. Zurück, vielleicht kannst du mit dir jetzt nochmal reden. Seelenwanderung haben wir damals. Die. Haben wir die gelesen? Ja, 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 natürlich. Ja. Die Seelenwanderung war ja auch vom letzten Fall wichtig. Ja. Okay. Ja, soll ich wieder raus? Sonst ja, können wir. Geh mal raus und labber mit dir mal. Okay, ob sie noch, ob sie noch was zu sagen hat. I don't think there's anything she can help with. Jetzt vielleicht. Denn sonst kann man halt wirklich jedes Buch nochmal anklicken und schauen. Hätten wir das damals nicht gelesen, dann hätten wir auch gar keine Ahnung davon gehabt. Deswegen ist das Spiel jetzt nur so, hey, jetzt geht da nochmal hin und lest das Buch. Ja. Deswegen denke ich. Tarot? Ist noch nicht wirklich was mit Tarot gehabt. Nee. Oh yeah. Before Selbstentzündung, please, no. No. Achso, das hatte ich gerade schon. Was ist das mit diesem Riesententakel? Okay, ich lasse es jetzt erstmal. Ja. Rauchen sollte man ja nicht. Das ist ja das Ding. I'll be going now. May the spirits guide you to that which you seek. Ja, wir bemühen uns. Okay, versuchen wir es jetzt bei... Ach, schön, pricen wir immer noch keinen. Wir haben keinen... Ja, aber wir können... Wir haben keinen... Wir haben noch keinen Beweis. Ja. Haben wir ein Dokument... Wir haben... Okay, speichern wird. Gehen wir dahin. Aber jetzt geht's los. Oder müssen wir vielleicht darauf warten, was unser Mediziner sagt? Jo. Kann sein. Okay, jetzt gehen wir nochmal zu Ausschusspreis. Haben wir dann irgendwas? Nehmen wir jetzt auch nicht mal mehr die Asche, was ja eigentlich auch gut ist. Begging your pardon, sir. Yes. Haben wir ein Dokument? Nee. Probier mal aus. Deswegen wollte ich fragen. Perhaps Mr. Usher will see me when he sees this. No, what's that? Okay. Okay, egal. Danke für Ihre Zeit. I appreciate it. Enjoy. Ich dachte, vielleicht also, haben wir was. Es stand ja als Option. Aber wir wissen dann einfach, Leute, eigentlich, dass wir ein Dokument brauchen. Ja, also ich denke mal, wenn der Mediziner da... Stimmt, wenn er fertig ist. Wenn er weiß, so, okay, das ist auf jeden Fall... Dann so, wen zuerst? Den Maler oder eigentlich doch zuerst den Peter, oder? Zuerst den Peter, weil wir wissen, dass der Maler es war. Der Maler war. Ja. Mr. Fordham. What the hell? Ah, Mr. Dupre. What? Good to see you again. Is all well with you? Absolutely. Everything is wonderful. Because of you, this city has finally seen Laura Dupre for the monster she is. I cannot thank you enough. I suppose you're welcome? Now then, is there anything I can help you with? Yes, I'm looking for Peter Andrews. I was told he worked here. That's right. His desk is just over there. Thank you, Mr. Dupre. Lovely seeing you. Was wäre denn gewesen, wenn wir nicht sie, also... Wenn wir ja, dann hätte der wahrscheinlich was anderes gesagt. Ja. We haven't got anything else. Können wir noch irgendwas anklicken? What an absurd contraption. Imagine needing all those extra bits and bobs just to tell the time. I tried using one of these automatic money dispensers once, but I nearly got my arm stuck inside. They still got a long way to go. Yeah, impressive bit of hardware. It would take a criminal mastermind to rob this bank. Okay.
grüne Lampe. Es, Bill sieht aus wie der Sohn von den Dupuis. Ja, ist es wahrscheinlich auch, oder? Es sieht ein bisschen so aus. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich auch. Hallo, Peter. Mr. Andrews. Hallo. Yes? Miles Fordham, private investigator. May I ask you a few questions? Yes, I suppose that would be fine. Have a seat. I'd rather stand, if it's all the same to you. Now then. Ja, bei den wenigen Fällen von spontaner Selbstentzündung wird auch immer vermutet, dass die Opfer beim Rauchen eingeschlafen sind. Sollte also auch Tapir und Gardinen loswerden. Mhm. Hab noch einen schönen Abend, Ponyo. Ja, hab einen schönen Abend. Du bist jetzt ja satt und alles ist gut. Und wir sehen uns bald wieder, bestimmt. Yes. Mhm. Ja, wir reden jetzt mal. Do you know Desiree Lathan? Desiree Lathan? No, I can't say the name rings any bells. Was? Also jetzt reicht's. Ah, ja, jetzt reicht's. Ich wollte schon sagen. You say you don't know Miss Lathan. Would you care to explain these? Why are they crumpled up? Did she throw them out? And why do you have them? I just love catching people like this. Relax, Mr. Andrews. Let's take this slowly. Now, I can assume by your reaction that these are your letters? Yes, they are. So why did you lie about knowing Miss Lathan? I promised my wife I would cut off contact. But you clearly didn't. The most recent letter is from 2 weeks ago. Did she hire you? Your wife? No, that's not why I'm here. Ah, well, that's somewhat of a relief then. Stimmt. Matthias sagt, es ist spontane Selbstentzündung. Okay. Man raucht, das ist nicht spontan. Stimmt. Aber er hat eine Ehefrau, das verändert nochmal alles. Das verändert alles. Die Ehefrau hat sie angezündet. Kann sein. Ich bin trotzdem noch für den Maler, aber kann sein. Der Maler und also, die Ehefrau haben was. Ja, er weiß auf jeden Fall nicht, dass sie die Liebe nicht erwidert, weil wenn er so reagiert auf was, sie hat die zerknüllt. Ja, ja. Aber an sich, ich glaube, er will sich bloß nicht eingestehen, weil er hat nie Antworten bekommen. Ja, ja. Also, Okay. Were you aware of Miss Lathan's death? What? Desiree is dead? No. She was found burned to death in her bed. You're lying. You have to be. I'm afraid I'm not, Mr. Andrews. Oh, Desiree. Do you have any idea who might have wanted to kill her? No, she was a marvelous woman. Well, I'm sorry to have to be the bearer of bad news, but at least you won't have to worry about writing any more letters. That isn't funny, Mr. Fordham. Yes, it was. Don't listen to him. Erzähl mal was über deine Ehefrau, bitte. So your wife knows about your correspondence with Miss Lathan? Well, I don't know if you could really call it correspondence. Desiree never wrote back. But yes, Peggy, that is to say, Margaret found out shortly after we married. Exactly how many letters did this bounder send, I wonder? At first, I tried to make it out that she was just a friend, but she found one of the more intimate ones while I was writing it. I see. And what was her reaction? What do you think? I still have the scar from the glass that she threw at me. You're still married? Oh, yes. Margaret comes from a very strict Catholic family. They would sooner she die than divorce. It hasn't been easy. She makes sure to take full advantage of the situation. Always buying herself the most expensive jewelry and spending a fortune on food for those wretched cats. I swear, they're better fed than I am. Where might I find Mrs. Andrews? I'd like to speak to her. Our house is at 713 Longfellow Street, just at the edge of Gascogne. But I warn you, it's a goddamn menagerie she's got. I'd stay away if you're averse to being covered in animal hair. I'll take my chances. Vielleicht konnte Desiree aber auch nicht schreiben und deswegen hat sie nie geantwortet. So aber eine Artikel. ich frage mich, wir haben aber nirgends irgendwie ein Katzenhaar oder... Das habe ich mich nämlich gerade gefragt. Haben wir irgendwo sowas gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Die Katze ist brennend ins Haus gekommen, hat sie erzählt. Aber ich bin mir... Nee, aber es würde ja in den Notizen stehen, wenn da ein Katzenhaar gewesen wäre, oder? Wir gucken danach mal nochmal. Wir können ja ihn jetzt hier erstmal befragen, wer er jetzt eigentlich... Ja. Exactly what is your role here at the bank? I'm the manager. I handle the new accounts, organize finance, that sort of thing. Have you been here long? Coming up on 17 years. Is this at all relevant to your investigation? Anything could be, Mr. Andrews. Thanks for your time, Mr. Andrews. Also, Notizbuch, aber ich glaube, wir haben nichts, was auf irgendwelche Tiere oder so. Nee. Wir haben halt nur eigentlich das Tuch. Der Maler. Ja, der Maler. Wir gehen jetzt zu dem Maler. Der Maler. Ja. Ja, nee.
Die Frage ist auch immer noch, wir müssen zu diesem... Also ich habe den Verleger im Verdacht. Er schien der Einzige zu sein, der wusste, dass die Serie sich mit spontaner Selbstentzündung beschäftigte und von dem Thema wusste. Oder ist was Neues aufgetaucht? Natürlich, ja, das ist jetzt, wo er wohnt. Achso, ja. Ja. Aber das ist natürlich auch wahr. Der Mörder muss auf jeden Fall gewusst haben, dass sie sich damit beschäftigt hat. Vielleicht hat sie auch einfach nur den Artikel gelesen. Ich gehe davon aus, dass es trotzdem andere Leute auch rausgefunden haben. Also wenn der Maler bei ihr gewohnt hat, zum Beispiel, hat er irgendwie einen Zweitschlüssel gehabt. Der weiß doch auf jeden Fall auch, was sie da hat. Lass zum Maler. Ja, ja. Der ist hier, so. Oh mein Gott, ich dachte gerade, da ist nur ein Kopf. These aren't half bad. Nice to know the students aren't completely wasting their time here. I'm guessing it's locked, but it probably only contains more art supplies we don't care about. Naja. I'm guessing it's locked. All the tools an artist would ever need. Brushes, pieces of canvas, paints. There's also several jars full of clear liquid. Interesting. Huh. This is linseed oil. It's used as a drying agent for oil paintings. It would be a good idea to take a sample of this, Miles, especially now that nobody's looking. Ha ha ha! Das wird es sein. All the tool. Dann reden wir mit ihm mal. Also kannst du jedes Where Bild dreams einzeln? Go to die. These aren't half bad. Nee, okay, gut. Well, so much for modesty. Ooh, is it warm in here or is it just me? Okay. Ja, der weiß einfach nicht mehr, was er malen soll. Ja. Aber normalerweise, also bei den ganzen anderen Fällen war es immer so, dass der Mörder nicht so einfach zu finden war. Deswegen klick ihn an. Oh, Konfuzius ist aber so. Ich glaube aber, dass sie dem Maler nahe stand und das Testament zu seinem Gunsten umschreiben wollte. Geh dann ich wäre auch es tatsächlich aber dumm, dass er sie umgebracht hat. Ja, irgendwie schon. Dann war das jemand, der sauer auf ihn war. Dann hätte es aber wieder der... Aber er kam mir nicht so vor, dass mit dem Peter Reden. Das wäre. Ja, dem wir, finden Reden. Mal, Excuse me. Wir finden weiter was. Yes. Are you Roger DeVay? I am. Miles Fordham, private investigator. I have some questions for you, if you aren't too busy. Will this take long? This isn't exactly the best time. It shouldn't, no. All right then, quickly. Do you know Desiree Lathan? Desiree? Yes, of course I know her. What happened to her was just awful. Indeed. My condolences, Mr. DeVay. What can you tell me about her? She was a wonderful woman. Sharp, full of life, extremely witty. I only knew her for a short time, but I consider myself lucky to have had her as a friend. How did you two meet? We were introduced at a party and became fast friends. It's hard to believe she's really gone. Aber sie wollte ja auch keine Männer haben. Will sie dann wirklich ihn? Das kann ich mir auch nicht. Aber wir machen weiter. Do you have any information regarding Desiree's death? No, none at all. It came as a total shock. I heard she was burned to death. Oh, is that true? It is. It's really just unthinkable. Do you know of anyone who might have wished harm upon her? No, everyone loved her. To think someone could be capable of doing that to her, it just... makes me feel sick. Erzähl mir. You painted Desiree's portrait, is that right? Yes. I finished it just a few months ago. Do you often do commissioned work? Sometimes, but this wasn't exactly a commission. More like a gift. You mean you weren't paid for it? No, I didn't do it for money. It was an honor just to paint her. I see. And did she like the result? Well, she had it hanging in her bedroom and not in her attic. So I assumed she liked it well enough. It was a rather nice portrait, I must admit. Oh, so you've seen it? Indeed I have. Regrettably, I can't comment on the likeness, never having seen the subject in life. Ah, yes. Well, she used to say that standing in front of it was like looking into a mirror. I tried my best to do her justice. Und wo hing das, Okay. How long have you been teaching at this university? About 4 years now. And do you also earn money with your painting? Not of late. I haven't sold a painting in some time. But my salary from the university is enough for the time being. Perhaps someday I'll be able to devote the proper focus to my painting. I'll let you get back to your class. Right. Naja, wir müssen nicht mit ihm reden. Wir brauchen seine Probe. Ja. Ja, alles was. Aber wir brauchen Beweis, um mit ihm
weiterreden zu können. Tschüss. Aber dann kann es halt echt sein, dass man das eigentlich auf ihn lenken wollte. Ja, oder wir gehen noch zu halt einem, wir gehen zur Polizei noch und dann gehen wir zur Wohnung. Wir brauchen jetzt mehr. Ja, und wir müssen auch unbedingt bei Asher und Price rein, weil wir müssen. Wir brauchen das Dokument ja erst. Ja. Genau, was diese Änderung. Got a moment, Upton? Yes. Kannst du einfach da. Sprich, wir einfach hingehen. That's it for now. Better get back. Wir werden doch jetzt hier keinen Fall abschließen. Aber wir sind schon ganz fast. Tschüssel. Wir schaffen das. Das bedeutet aber, wir haben schon genug Leute, um wieder falsch zu verdächtigen. Nee. Ja, wir haben ja Verdächtige, deswegen. Pardon me, Edwards. Mal gucken, vielleicht. Yes. Ist er fertig mit dem? Ich dachte gerade, er ist vielleicht. Ja. Have you had a chance to look at those ashes I gave you? Yes, I have. Unfortunately, there isn't much I can tell you. The victim burned to death at a very high temperature. These ashes are greasy and putrid because of liquefied fat from the body, which burned like a candle. As to what caused her to burn, I cannot say without more evidence. I'm sorry, Miles. It's quite all right, Edwards. I appreciate the information nonetheless. Well, just so you don't go away empty-handed, have a copy of my report. Maybe it will be of some use. Ja. Thanks. That's all I needed to know for the moment. Vor allem auch anytime, Fulton. Ja, und wegen dem Ushers und wie heißt. Ach so, ja, weil wir den Bericht haben, den wir vorlegen können. Ja. Desiree Lathan, 83 Jahre, starb an den Folgen. Ja, ja, den brauchen wir. Bisher unbekannt. Brauchen wir. So, jetzt erstmal an die Werkbank. Arbeitstisch. Ja. Ah. Dann die Usher-Leute und dann. Leute, es geht. We've got some linseed oil. It's probably worth testing. Ja. Sowas. Und das ist auch noch der letzte. Hat dieselbe Farbe, glaube ich, Leute. Mhm. Das wird orange. Well, I'll be damned. We've got ourselves a match. Gedacht. I wonder if Edwards knows anything pertinent about this stuff. Na, weißt du darüber was? Erzähl. Mhm. Pardon me, Edwards. Ja, wir. Yes? Wir brechen immer bei seiner Arbeit. Ja, er kommt nicht weiter. What do you know about linseed oil? It's an oil made from flaxseed that has many uses. Most commonly, it's used to dry things like varnish or oil paints. Some people even eat it for health benefits. I hear it goes well with a bit of quark. And it's flammable? As most oils are, yes. Where are you going with this? The oily residue on that rag is linseed oil. Fascinating. But I found no trace of anything used to light a fire at the crime scene. Uh-oh, he's getting that gleam in his eye. Wait just a moment. Linseed oil? Of course! Anytime linseed oil is used, extreme caution must be taken to dry cure rags that may be soaked in it. That's because when linseed oil dries and oxidizes, it releases heat. A pile of rags soaked in linseed oil in a confined space runs the risk of spontaneously combusting. How long would this take, exactly? A few days, at least. Interesting. It's a rather uncertain means of murder, but it's excellent for appearing accidental. It's certainly not the most far-fetched conclusion you've ever come to. What? As a mechanism? Thanks. That's all I needed to know for the moment. Anytime, Fordham. Tage. Ein Fliegeviech? Leute, hier ist ein Fliegeviech unterwegs und Max ist mal kurz hier auf der Jagd. Auf der Jagd. Aber. Das heißt, sie lag da länger und dann hat man ein bisschen gewartet, bis es puff gemacht hat, oder was? Ja. Und wisst ihr was? Wenn das nämlich auch für Schönheit im Quark ist. Mhm. Schönheit im Quark, ja. Was vielleicht unsere beste Freundin. Weil vielleicht unsere liebe Miss Lathan dann doch sich in einen Mann verliebt hat und die andere Frau sauer war, weil die ja ihr die beste Freundschaft gekündigt hat wegen einem Mann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie ja überhaupt den Quark gebraucht hätte, weil erstens im Quark macht sie ja nicht puff puff. Und zweitens muss sie da ja schon länger gelegen haben, um Puff Puff zu machen. Das heißt, sie muss davor schon gedruckt worden oder Max so. Max hat's gefunden. Ja, bring's jetzt raus. Ja, bring's raus. Sehr gut. Auf jeden Fall will ich noch gerade nicht dran glauben, dass es einfach der Maler war. Nee, ich glaube sowieso nicht mehr, dass es der Maler ist. Aber sie muss da länger gelegen haben. Und ja. Mal gucken. Cham sagt irgendwas, sagt mir, dass unserer Frau was zustößt. Ich hab die Angst auch.
Lass es nicht passieren, wenn du das jetzt hier, das hast du nie geschrieben. Was, Mäuse? Ja, ganz viele Mäuse, hier sind nur Mäuse unterwegs. Du hast gesagt, dass die Frau sie getötet hat, weil sie die Freundschaft gekündigt hat? Vielleicht. Ja. Genau, und jetzt hat sie sich. Nee, und jetzt hat sie sich verliebt. Ja. Ja. Und jetzt findet sie das unfair. Ja, vielleicht so. Dachte ja. sie, vielleicht so. Dass sie mit dem Maler zusammen ja, und ist. Und dabei sie ist nicht. Sie das gar nicht. Ja, möglich. Ich hatte es bloß falsch verstanden. Strange. Was sagt ihr? Also, der Maler ist mir zu. Das ist mir zu. Wir können jetzt noch zu der. Jetzt, wir finden mal noch raus. Ja. An wen jetzt eigentlich, also was überschrieben wurde. Ich hoffe, dass wir sie nicht zu früh frisiert haben. Und dass wir jetzt später dann halt mehr Informationen bekommen. Obwohl, das ist gerade im Moment nur in unserem Kopf. Wir haben noch keine Beweise dafür. Oder Indizien. Ja. So, glaubt uns doch. Und dann wissen wir, wer... Ja. Begging your pardon, sir. Das müssen wir jetzt nämlich wissen. Yes. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass eigentlich... Vielleicht ihre... Ne, es war ja nicht mehr ihre beste Freundin. Die hat nicht geerbt. Ja, vielleicht. Weiß. Wer weiß schon. Wer ist so, der eigentliche so, Erbe? Was denkt ihr? Wer ist der Erbe? Ja, der Maler. Ich denke auch, dass es der Maler ist. Neue, meint ihr? Der Neue. Jetzt den Maler eintragen wollte. Ja. Ja, und das ist halt ein falsches Signal. Oder vielleicht ist sie auch wirklich... Vielleicht hat sie ihn wirklich geliebt. Und er... Also er scheint mir nicht so, als ob er... Das schien mir wirklich wie eine Freundschaft von ihm, seiner Seite von aus. Von seiner Seite aus, ja. Deswegen, wenn es die Freundin war, ja. Und die einen Hass auf den Maler hatte, dann muss gar nicht der Maler seinen Namen von dem Porträt wegmachen, sondern auch diejenige, wenn sie... Wenn sie so einen sie Hass kann, dann auf genau, ihn hat, dann ist sie auch so, auf du bist Maler doch. Das weg. Ja, genau. Blick, lass gucken. Ja, wir wollten ja hier... Ja. Speichern. Oh ja, vielleicht. Wir machen mal noch. Ja, aber ich glaube, das wird... Ja. Perhaps Mr. Usher will see me when he sees this. No, what's that? Ja, das will ich aber auch meinen. Hier, so. A report from Dr. Malcolm Edwards, the city coroner, confirming Miss Lathan's untimely demise. Let me see that. Oh my. Wait one moment, would you? Oh, Flaschenpostsystem. Geil. Haha, das ist... Martin, what is the meaning of this? The gentleman who brought that is a private investigator. He's waiting outside to see you. Send him in, then. You heard him, Mr. Fordham. You may go inside and see Mr. Usher. Thank you kindly. Lass uns trotzdem speichern. Ja. Speichern. Ja. Achtung. Das ist auch gut. Wegen dem Passwort eben. Leute. So, a private investigator, are you? That's right. Miles Fordham is my name. Jonas Usher, a pleasure to make your acquaintance. Pleasure's all mine. So, it would seem that Miss Lathan has shuffled off the mortal coil, as it were. I'm sorry to say that is indeed the case. Please, come in, have a seat. Make yourself comfortable. I only ask that you kindly wash your hands in the basin first, and limit what you touch in here. This one seems a bit on edge, doesn't he? Erst Hände waschen, so wie in Corona-Zeiten. Thank you, Mr. Fordham. I appreciate your cooperation. Adds a nice bit of color to the room. Stern-looking lady. Stimmt, war der nicht so aus auf... Judging by how full these bottles are, Usher doesn't indulge much. Yep. What a waste. Gesund bleiben, glaube ich. Ja. Gut. Konntest du die Bücher nicht anklicken? Is there anything more boring than books on law? Just reading the titles is making me drowsy. Is there anything more... Is there anything more boring? Nein, okay. Die Ikea-Lampe und der Stuhl. Können wir dem reden? Und Usher seems to like keeping his guests at a distance. Usher seems... Okay. Mr. Usher, I have some questions for you. And hopefully I have your answers. What can you tell me about Desiree Lathan? She was a lovely woman. I'm saddened to hear of her unfortunate passing. How long have you been her attorney? She retained me some 10 years ago, I believe. That's quite a long time. Yes, I remember I had just gotten over a bout of melancholia.
and been able to work in nearly a month. I didn't think I'd make it out of that, but luckily things took a turn for the better. Miss Lathan came to see me, and I've served as her attorney ever since. Would you say Miss Lathan is a wealthy woman? Indeed I would. Her estate is worth a significant sum. Of course, you understand that this is confidential information, so I cannot tell you the exact amount. Yes, of course. Wir müssen dann die Likörflasche nochmal anklicken. Ich glaube, man konnte sie nicht nehmen. Wahrscheinlich nicht, aber man kann ja immer doppelklicken, ja, und dann... Can you think of anyone who may have wanted to harm Miss Lathan? No, I can't. What makes you think that someone actually killed her? It seems the most plausible explanation. Miss Lathan was getting on in years. It's likely she may have developed a case of pneumonia. That's the most common killer of the elderly, you know. I had it when I was younger. Most unpleasant. Constant coughing, spitting up phlegm, rattling in the lungs. Thankfully, I made a full recovery. But supposing that was the cause of death, how would it explain the fact that her body was completely burned? She was a smoker. Perhaps she was having a cigarette when she died and dropped it on the bed, causing it to catch fire. I found no cigarette butts at the crime scene. I'm merely offering my opinion, Mr. Fordham. You can take it or leave it. I think we should leave it. Das Testament, jetzt wird's mal wichtig. I found this letter in Miss Lathan's bedroom, which mentions that she recently changed her will. Could you tell me a bit more about the circumstances surrounding this change? That's not an uncommon occurrence. People change their wills all the time. Relatives and friends fall in and out of favor constantly. Had Miss Lathan made changes to her will previously? No, this was the first time. What change did she make, exactly? Just a change to her beneficiary. Nothing out of the ordinary. And when did this change occur? About 4 months ago, if I recall correctly. Yes, it was definitely in June, because I'd been in bed with a nasty stomach flu at the end of May. That was no fun, let me tell you. I think I lost nearly 6 pounds from the constant trips to the WC. Couldn't keep a thing down, and whatever did stay down soon came out the other end, if you get my meaning. I'd say his meaning is regrettably impossible to avoid. Who did Miss Lathan name as her new beneficiary? Mr. Fordham, please. You know I couldn't possibly tell you that. There is such a thing as attorney-client privilege. Wenn sie verstorben ist, dann ist sie technisch gesehen nicht mehr ihre Klientin. Ist es nicht verdächtig, dass sie so kurz nach der Änderung ihres Testaments verstorben ist? Sagen Sie es mir jetzt, oder ich werde auf Sie niesen. Naja. Er ist so kurz danach, ja auch nicht. 4 Monate nach der Änderung. Also ja, 4 Monate, aber die kennen sich doch, also der Maler und so, die kennen sich ja auch noch nicht lange. Doch, der Maler hat vor einiger... Hat ja ein bisschen gebraucht. Er hat irgendwas mit vor Monaten das Gemälde fertiggestellt, vor ein paar Monaten, oder hat vor ein paar Monaten angefangen. Also die kennen sich schon länger. Ja, ja, schon länger, aber trotzdem kurz. Also sie kennen sich nicht. Kurz heißt nicht 5 Jahre, aber trotzdem schon 4 Monate. Ja, ja, mehr als 4 Monate, aber trotzdem kurz. Weiß nicht, sollen wir jetzt machen? Weil man lernt sich ja nicht kennen und ist so instant so. Ja. Dass sie verstorben ist? Ich weiß nicht, ich will ihm jetzt nicht sagen, wir niesen auf ihn drauf. Nein, nein, das nein, nein, nein. Kann aber richtig sein, im Druck zu. So. Das erste, oder? Okay. I'm aware of that. However, Miss Lathan is deceased. Therefore, it stands to reason that she is in fact no longer your client. True, but her estate is still in my hands. I'm not going to betray her trust just because she's dead. Can we nochmal begünstigen? About Miss Lathan's beneficiary. I told you, Mr. Fordham. I can't divulge information protected under attorney-client privilege. Petra, du musst lauter reden. Jawohl. Wahrscheinlich, weil ich nachdenke, da passiert sowas. Tut mir leid, dann rede ich leiser. Ja, dann machen wir nochmal das zweite und das mit dem Niesen machen wir aber nicht dann. Ja. Sonst müssen wir vielleicht noch irgendwelche Informationen finden. Do you not find it suspicious, Mr. Usher, that Miss Lathan died under such mysterious circumstances only 4 months after naming a new beneficiary? You said yourself she was wealthy. Does it not make sense that someone might have wanted her inheritance? I suppose it's not entirely out of the question. Right. So tell me the name of Miss Lathan's beneficiary so I can determine if this was, in fact, a murder. Very well. It was a man named Roger DeVay. Yeah. Interesting. Mustenbier. Do you know him? His name's come up before in my investigation. Do you have his address? Yes, it's 775 Pumblechook Place in Chumley. That'll do nicely. Thank you, Mr. Usher. Jetzt es sieht tatsächlich nicht mehr so gut für ihn aus. Jetzt fragen wir ihn noch
über ihn selbst und über seine Bakterien. Ja, ja, über seine Bakterien. How long have you been practicing law, Mr. Usher? Usher and Price has been operating since 1805. I took over from my father 15 years ago. The stress hasn't helped my heartburn, I can tell you that. Why, just last night I was tossing and turning because I couldn't stand the burning in my throat. That's why I've got these bags under my eyes, you know. Ah, yes. And Mr. Price? He's still here, although I think he'll probably be retiring soon as well. But the law firm has done well over the years, and I have a feeling it'll do even better in the years to come. Oh? Why is that? We're currently beginning a group litigation against Royal Maverick for the Lygia disaster. I'm confident that we'll recover quite a significant sum for the families of those killed. You weren't by chance affected by the disaster, were you? Thankfully, I wasn't, no. Shame. You could have joined the class action and done quite well when we win. You know, I always thought we detectives made our living off human tragedy. Wow. Wieder den Bogen gezogen zum ersten abgestürzten Schiffchen. Mr. Usher, I've noticed from your rules and habits that you seem to have a particular aversion to germs. Why is that, if I may ask? I've been ill most of my life, Mr. Fordham. I was a sickly child, and unfortunately my condition hasn't improved with age. It's a miracle I'm still alive. That's why I'm so careful about exposing myself to germs. I see. How's my color? Do I look pale to you? Not particularly. I saw myself in the mirror this morning and thought I looked a bit peaked. Also, my leg has been hurting more than usual, which has been cause for concern. Nah, you've really done it, Miles. Oh, no. Yes, well, moving on. Thank you for your help, Mr. Usher. The pleasure is all mine, Mr. Fordham. Okay, okay. Schnell weg. Und nochmal auf Likör. Ja. Zweimal. Okay. Judging by how full the. Judging. Okay, judging by how full these bottles. Vielleicht auch mal Hände waschen? Oder? Ist okay. Nein. Okay, Leute. Tja. Dann haben wir jetzt aber nächstes Mal noch zig neue Optionen offen, ne? Sehr viele neue. Wir können ja wieder ins Hauptmenü gehen, um euch das aber vorzuführen. Wir haben auf jeden Fall schon gedacht, dass der Maler in dem Testament begünstigt ist, aber wir gehen nicht davon aus, dass er es war. Aber wir können seine Wohnung angucken. Genauso wie vom Peter mit seiner Peter, Frau. Ja. Was sehr, sehr gut ist. Wir haben nämlich jetzt beide Orte. Der Maler hat natürlich jetzt... Du, bei dem steht haben wir schlechter das... Ja, der steht schlechter. Der ja, aber ich glaube, es fühlt sich noch nicht richtig ich an. Bin mit es dem Testament... Gedöns bin ich halt so, das kann auch einfach gar nichts damit zu tun haben. Das so, kann halt 4 Monaten. Well, genau, das ist halt voll lange her. Wir haben das Testamentsgedöns oder das Freundinnengedöns. Ich bin eher gerade so die Freundin. Entweder ist die Freundin oder die Frau von dem Peter. Ja. Oder die beide. Die beiden Stränge haben wir. Was denkt ihr? Ja, was denkt ihr? Wer ist es Maler oder ist es Freundin? Oder ist es Frau von Peter? Ja, das nehme ich. Das ist, das der, ist auch Freundin. Das ist derselbe Fall für mich, derselbe Zweig. Deswegen. Ja, wer war's? Wir finden's raus. Nächstes Mal. Ja. Werden wir. Los, los. Oh ja. Hallo. Ah. Nice. Die Blumen fehlen noch im Fall, ja. Das ist wahr. Die könnten wir aber jetzt auch zu Hause irgendwo treffen. Das nächste Mal. Das ist, noch das ist ein wichtiger Punkt. Wir werden jetzt einmal auf jeden Fall sichern noch. Mit in den Wissern. Wer möchte gern. Confucius vielleicht? Ja, wir nennen Confucius. Bald kommt das zweite Kapitel von... Confucius. Ja. Das ist cool. Von Confucius. Das ist schön. Und The Champs. Damn it, Fanfiction. Oh, nice. Voll nice. Das ist voll lieb. Wenn ihr uns gelesen habt, guckt in Discord. Ja. Discord. Das ist voll lieb. Ja. Ansonsten habt eine schöne Woche. Ja. Es kommt wieder nicer Shit von uns. Ja. Wie immer. Ja. Es geht weiter und wir werkeln. Wir weiter. An Ding. Ihr wisst schon an was. An Ding und an anderen Dingen. Wer weiß. Ihr werdet euch doch zurück, hat er mit anderen. Ich fühle mich geehrt. Okay. Das, habt einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder und überlegt mit, was ist hier eigentlich passiert. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Yes. Dann lösen wir sicher den Fall. Nächstes Mal ist er dran. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Okay. 3, 2, 1.